Ich brauche dankenswerterweise nach Franks Überblicksreferat auch nicht mehr ausführen, warum die Frage nach dem politischen Subjekt für Engels überhaupt eine wichtige Frage ist. Die Frage nach der Arbeiterklasse als politisches Subjekt durchzieht nicht nur die politische Biografie von Engels, also das liegt auf der Hand, als tätiger Revolutionär möchte ich es nennen, selber beteiligt an politischen Auseinandersetzungen, eine zentrale Figur der entstehenden Arbeiterbewegung und kommunistischen Bewegung. Sie durchzieht vor allem aber auch Engels publizistisches Schaffen, und zwar auch im Prinzip von Anfang bis zum Ende, möchte ich sagen. Also zu nennen sind Schriften wie Die Grundsätze des Kommunismus, natürlich das Manifest der Kommunistischen Partei, über die Schule machende und legendäre Studie zur Lage der arbeitenden Klasse werden wir gleich noch sprechen. Auch spätere theoretische politische Auseinandersetzungen, wie zum Beispiel der Anti-Düring, sind immer wieder auch geprägt von der Zentralität der Lohnabhängigen als eben politisches Subjekt. Ich will die Schriften aber nicht nacherzählen, sondern wir wollen sie mit diesem Panel eher so zum Ausgangspunkt nehmen, um aktuelle und heutige Fragen, wie sie eben gerade schon auch andiskutiert wurden, der Bedingungen der Formierung der Lohnabhängigen und der Arbeiterklasse zum politischen Subjekt zu diskutieren. Und so, wir haben dafür ein Panel gewinnen können, mit dem wir das auch wunderbar tun können. Ich begrüße zum einen Nicole Meyer-Ahuja. Nicole ist Direktorin des Soziologischen Forschungsinstituts in Göttingen, forscht zum Wandel der Arbeit, zu transnationalen, Entschuldigung, so, bitte seht es mir nach, zu transnationalen Produktionsverhältnissen und auch zu Prekarität. Das SOFI ist darüber hinaus nicht ganz unbeleckt, was auch Klassenformierungsfragen angeht. Wir denken an die Studien zum Arbeiterbewusstsein, unter anderem von Kern und Schumann. Wir begrüßen außerdem Klaus Dörre mit Kuba-Tasse heute, wie wir sehen. Klaus ist Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und forscht vor allem zu Prekarisierung, Klassenverhältnissen heute, zu Rechtspopulismus und wird jetzt demnächst veröffentlichen oder hat schon veröffentlicht, du musst es gleich sagen, Klaus, ein Buch zum Verhältnis der Arbeiterschaft zur populistischen Rechten. Herzlich willkommen, ihr beide. Wir begrüßen außerdem Achim Bigus aus Osnabrück. Achim ist Vertrauenskörperleiter bei Volkswagen und dementsprechend aktiver Gewerkschafter und Mitglied der IG Metall, außerdem Mitherausgeber der Zeitschrift Marxistische Blätter. Und last but not least begrüßen wir, ich hoffe, er ist auch zu sehen, Nihat Öztürk. Ist Nihat zugeschaltet? Ich sehe ihn nicht. Er ist zugeschaltet. Ach so, doch, Entschuldigung. Du wurdest mir nicht angezeigt. Nihat ist ehemaliger Gewerkschaftssekretär und ehemaliger Geschäftsführer der IG Metall in Düsseldorf-Neuss. Außerdem arbeitet er mit im Ressort Migration und Teilhabe beim Vorstand der IG Metall und ist Autor diverser Texte und Publikationen, insbesondere zur Situation der Arbeitsmigranten in der Bundesrepublik beziehungsweise zu Fragen der Arbeitsmigration. Eigentlich Engels. Überhaupt relevant für die Frage nach marxistischer Klassentheorie und Klassenanalyse. Also meist geht es im Bereich der marxistischen Klassentheorie ja vor allem um Momente oder um Fragen, die auf Marx zurückgehen, die zumindest prominenter von Marx formuliert worden sind. Also ich denke an die Rolle von Produktionsverhältnissen, die Ausbeutungstheorie, die Frage nach dem gesellschaftlichen Antagonismus, auch Fragen der Konstitution der Arbeiterklasse zum politischen Subjekt, wie man sie zum Beispiel in der Studie zum 18. Brumaire findet. Das sind natürlich Werke, die gemeinsame Arbeit sind von Marx und Engels. Zumindest wird aber Engels nicht als eigenständiger Klassentheoretiker oder Klassenanalytiker rezipiert,
obwohl ja nun eigentlich gerade, ich habe sie gerade schon erwähnt, die Studie zur Lage der arbeitenden Klasse, eine ganze Menge Momente bereitstellt, um eine, ich sag mal, mikrosoziale Klassenanalyse und Analyse von Momenten der Spaltung und Einheit, nenne ich es mal, der Arbeiterklasse bereitzustellen oder mit denen man das anstellen könnte. Darum ganz allgemein für den Einstieg die Frage, was können wir von Engels überhaupt für eine zeitgemäße Klassentheorie und Klassenanalyse lernen? Wir machen kurze Statements, hatten wir vereinbart, von ungefähr 5 Minuten. Und ich würde sagen, Nicole und Klaus machen den Anfang, daran schließen dann Achim und Nihat an. Und ihr habt das Wort. Ja, herzlichen Dank. Dann mache ich mal einen Aufschlag. Hallo in die Runde. Ich würde sagen, also ein Punkt, den wir besprechen müssten heute auf der Tagung, ist, dass es tatsächlich ein größeres Interesse an Klassenanalyse gibt und in letzter Zeit, und dass dabei die Überlegungen von Marx und Engels ja tatsächlich eine große Rolle spielen. Meine Einschätzung ist, es hat damit zu tun, dass sich soziale Widersprüche zuspitzen und dass man jetzt stärker nach Instrumenten sucht, wie man die untersuchen, erklären und dann am besten eben auch bearbeiten kann. Von Engels würde ich 6 Anregungen mitnehmen, zu denen ich ganz kurz gern was sagen würde. Erstens, eine Grundlage für eine Analyse der Klassengesellschaft ist sorgfältige Empirie. Ich habe ein Zitat mitgebracht aus der Lage der arbeitenden Klasse. Engels schreibt: Die wirklichen Lebensumstände des Proletariats sind so wenig gekannt unter uns, dass selbst die wohlmeinenden Vereine, in denen jetzt unsere Bourgeoisie die soziale Frage misshandelt, fortwährend von den lächerlichsten und abgeschmacktesten Meinungen über die Lage der Arbeiter ausgehen. Wenn man sich jetzt aktuelle Medienberichte und teilweise auch Forschungen zu Arbeiter, zu Unterschicht anschaut, dann wird klar, das ist ein hochaktuelles Problem. Wenn man davon weggehen will und erfahren will, wie sich Klassengesellschaft eigentlich darstellt, dann muss man die tatsächlichen Verhältnisse untersuchen, und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Was Engels macht, ist ja, sich Städte, Stadtteile, Dörfer anzugucken, Branchen, Unternehmen, einzelne Arbeitsprozesse, nicht nur in Fabriken, auch in Manufakturen, auch auf dem Land. Und wie macht man das? Man sammelt und analysiert, was immer geht. Entschuldigung, ich habe einen Hund dabei. Carlo, halt die Klappe. Das Ergebnis ist ein Wimmelbild. Das kennen wir auch aus der Soziologie. Also je mehr Fallstudien man macht, desto größer ist die Gefahr, dass man am Ende einen Wald von lauter Bäumen nicht mehr sieht. Deshalb darf Klassenanalyse auch an der Stelle nicht stehen bleiben. Wir müssen uns also fragen, wie hängen diese Einzelfänomene zusammen? Deswegen 2. Anregung. Klassenanalyse muss immer zusammen gedacht werden mit der Analyse von kapitalistischer Entwicklung. Ich verrate jetzt niemand was Neues, wenn ich sage, dass Kapitalismus darauf beruht, dass immer wieder neue Produktivkräfte hervorgebracht werden und, so schreibt Engels, jede neue Produktivkraft hat eine neue Teilung der Arbeit zufolge, schafft auch neue Hierarchien. Die Konstante ist aber immer, dass die Teilung der Arbeit mit einer ungleichen Verteilung von Arbeit einhergeht und einer ungleichen Verteilung der Produkte der Arbeit. Die Klassengesellschaft ist also alles andere als eine stabile Konstruktion, sondern ist dauernd in Bewegung. Ich glaube, die Anregung, die wir von Engels mitnehmen können, ist, diese Bewegung ernst zu nehmen. Und manche Ansätze von Klassenanalyse sind ziemlich statisch. Also zugespitzt formuliert würde ich sagen, man zimmert Schubladen für Klassen, Klassenfraktionen, streitet dann darüber, wer genau wo hineingehört. Und Engels würde sagen, lasst das bitte, schaut euch die Dynamiken an. Und das geht nur mit Blick auf die Veränderungen von tatsächlichen Verhältnissen. 3. Anregung. Ganz wichtiger Punkt bei Engels. Kapitalismus heißt in erster Linie, dass immer wieder neue Fragmentierungen in der arbeitenden Klasse auftreten. Warum? Weil kapitalistisches Wirtschaften kontinuierliche Umwälzung bedeutet. Und deshalb verändern sich auch Lebens- und Arbeitsbedingungen permanent. Aber das Ergebnis ist gerade nicht, wie Modernisierungstheoretiker mal eine Zeit lang behauptet hätten, eine gleichgerichtete Entwicklung. Alle steigen auf, verdienen mehr, werden besser abgesichert. Sondern dass Unterschiede zunehmen. Und warum? Engels ist da relativ klar, er sagt, weil Arbeitende immer wieder in Konkurrenz zueinander gesetzt werden. Diese Konkurrenz besteht im Kapitalismus und sie wird immer weiter geschürt. Also indem man Unternehmen gegeneinander antreten lässt, Standorte, Belegschaften und auch einzelne Beschäftigte. 4. Anregung. Wenn wir jetzt über Unterschiede geredet haben, dann müssen wir einen Schritt weitergehen. Wir müssen auch fragen, wie denn jetzt diese einzelnen unterschiedlichen Teile der arbeitenden Klasse zusammenhängen. Gibt es Wechselwirkungen zwischen den Standards dieser Gruppen? Engels
führt es an ein paar Punkten aus, nur ganz kurz. Also er redet über Weberei und sagt, Weberei wird von der Nebentätigkeit zum Haupterwerb. Weber werden damit lohnabhängige Arbeiter, ziehen vom Land weg. Die großen Pächter übernehmen das Land, die kleinen Pächter gehen unter, werden Tagelöhner und üben dann wieder Druck auf Arbeitsverhältnisse in Städten aus. Wichtig daran ist, dass die Standards eines Teils der arbeitenden Klasse Standards von anderen Teilen der arbeitenden Klasse direkt beeinflussen. Und wenn wir das auf heute übertragen, dann glaube ich, geht es darum, jetzt nicht einfach nur festzustellen, dass der IT-Spezialist und der VW-Arbeiter mehr verdienen und besser abgesichert sind als migrantische Wanderarbeiter, sondern zu fragen, wie das eigentlich zusammenhängt. Werden prekäre Stammbelegschaften durch prekäre Randbelegschaften abgesichert? Wie funktioniert das mit dem Outsourcing von Reproduktionsarbeit an migrantische Putzfrauen und so weiter? Sowas müssen wir wissen, um die Spaltungstendenzen innerhalb der arbeitenden Klasse sehen zu können und sie auch politisch bearbeiten zu können. Fünfte Anregung: Gibt es denn was, was Arbeitende in so unterschiedlichen Lebensumständen verbindet? Der Engels redet die ganze Zeit über Differenzierung in der arbeitenden Klasse. Aber trotzdem sagt er, die Arbeitenden sind dadurch verbunden, dass sie angewiesen sind auf abhängige Beschäftigung. Und damit kommt eine existenzielle Unsicherheit ins Spiel. An einer Stelle schreibt er, ich behaupte, dass jeder Proletarier, jeder ohne Ausnahme, ohne seine Schuld und trotz allen seinen Anstrengungen von gleichem Schicksal getroffen werden kann. Und weiter, jeder kann Komfort oder Hungertod erleben. Das würden wir heute so nicht mehr behaupten. Heute würden wir schon sagen, dass bestimmte unterschiedliche Absicherungsniveaus sich verfestigt haben, zum Beispiel durch Sozialstaatlichkeit und soziale Sicherung. Aber wenn Pierre Bourdieu um die Jahrtausendwende sagt, Prekarität ist überall, dann weist er schon darauf hin, dass auch für abgesicherte Gruppen die Unsicherheit zugenommen hat. Und das sehen wir an Diskussionen über Altersarmut, über sozialen Abstieg durch Hartz IV, die Erfahrung im Job, dem Druck nicht mehr gewachsen zu sein, blockierte Aufstiegsmöglichkeiten für die Kinder zu haben und so weiter. Sechste Anregung, und das ist dann auch meine letzte. Wie kann Klasse eigentlich zur politischen Kategorie, zu einer Grundlage für Organisierung werden? Engels sagt, Lohnabhängigkeit ist eine Voraussetzung dafür, dass ein Bewusstsein entsteht, zur gleichen Gruppe zu gehören, gemeinsam Interessen zu haben, gemeinsam dafür eintreten zu können. Also dafür, dass aus der Klasse an sich die Klasse für sich wird. Damit es passiert, muss Fragmentierung überwunden werden. Man muss es also schaffen, in bestimmten Situationen die Gemeinsamkeit über die Konkurrenz zu stellen. Dann wird Klasse überhaupt erst zum politischen Subjekt und das passiert nur in der konkreten Auseinandersetzung. Engels schreibt hier zum Beispiel über einen Arbeitskampf, 19 Wochen Streik der Grubenleute in England im vorletzten Jahrhundert. Und er sagt, dann werden Arbeiter, ich zitiere, für immer dem geistigen Tod entronnen, sind wach für ihre Interessen und haben sich der Bewegung der Zivilisation, besonders aber der Arbeiterbewegung, angeschlossen. Kurz, wir müssen über Klassenbewusstsein reden, als Voraussetzung für Klassenpolitik und zugleich aber auch als ihr Ergebnis. Das ist vielleicht die wichtigste Anregung, wenn man so die universitären Diskussionen über Klassenanalyse betrachtet. Es geht bei Klassenanalyse nicht zuletzt um die Möglichkeiten, zur Klasse für sich zu kommen. Es geht um Potenziale für Organisierung und Mobilisierung. Denn letztlich wollen wir mit Klassenanalyse ja dazu beitragen, die bestehenden Verhältnisse zu verändern. Dankeschön. Dann wäre Klaus der Nächste. Ich würde einfach an dich übergeben. Ja, ich beschränke mich auf einen einzigen Punkt. Das ist die einzige Chance, innerhalb der 5 Minuten zu bleiben, und cancel mich ruhig rigide, John, wenn ich sozusagen deutlich überziehe. Der Punkt, auf den ich hinaus will und ein bisschen anders akzentuiert als das, was Nicole vorgetragen hat, ist, dass man von Engels lernen kann, dass kritische Klassenanalyse auf ein Transformationsziel bezogen sein muss, das sich sozusagen aus der Analyse kapitalistischer Gesellschaften ergibt. Und die beste Stelle finde ich in dem von Frank Deppe schon zitierten Vorwort zur deutschen Ausgabe dieser Schrift zur Lage der arbeitenden Klasse in England von 1892. Das darf ich jetzt mal zitieren, obwohl es mir wahrscheinlich 30 Sekunden nimmt. Zitat, die kapitalistische Produktionsweise kann nicht stabil werden. Sie muss wachsen und sich ausdehnen oder sie muss sterben. Schon jetzt die bloße Einschränkung von England und so weiter, heißt Stockung, Elend, Übermaß an Kapital hier, Übermaß an
unbeschäftigten Arbeitern dort? Was wird erst sein, wenn der Zuwachs der jährlichen Produktion vollends zum Stillstand gebracht wird? Und dann geht es weiter und so weiter. Also ich sage mal die Seitenzahl 647. Wenn ich das als Maßstab nehme, dann war der Engels ein früher Landnahmetheoretiker, der gewissermaßen das Expansionsparadoxon kapitalistischer Gesellschaften, dass sie expandieren müssen, um zu existieren und dabei aber sozusagen ihre eigenen Reproduktionsgrundlagen untergraben, der das sehr klar auf den Punkt gebracht hat. Und daher rührt auch in gewisser Weise wahrscheinlich sein Interesse für die Gesellschaftsnaturbeziehungen, die gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Und das klingt ja sogar an seiner empirischen Klassenanalyse an. Ich kenne wenige empirische Analysen von Arbeiterklassenlagen in der Gegenwart, die zum Beispiel Schadstoffbelastungen der Luft und so weiter mitreflektieren, was der alles schon tut. Da kann man einiges lernen. Jetzt soll ich mich aber konzentrieren, sozusagen, das war der Hinweis von John, auf die Frage nach mobilisierten Klassen. Bezogen auf das Transformationsziel, glaube ich, kann man Folgendes lernen. Und zwar gerade an der Art und Weise, wie er mit der irischen Einwanderung umgeht. Ich muss gestehen, ich habe den Engels in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich völlig Unrecht getan, weil ich ihn immer als ein Beispiel dafür zitiert habe, wie man mit Migrationsfragen nicht umgehen sollte. Jetzt habe ich das nochmal genauer gelesen. Und neben allem, was er sozusagen an Ressentiments oder vielleicht auch an dichten Beschreibungen, die als Ressentiment interpretiert werden könnten, zur irischen Einwanderung sagt, geht doch aus der Schrift insgesamt hervor, dass er sozusagen sich Impulse erwartet im Prozess der Klassenbildung und Klassenformierung, auch von diesen wilden, scheinbar völlig verrückten Kämpfen der irischen Einwanderer, die überhaupt kein Rationalitätsgebot zu folgen scheinen, weil sie immer aussichtslos sind, immer verloren werden und so weiter. Und er argumentiert eigentlich an mehreren Stellen in der Lage der arbeitenden Klassen, dass das Wilde, was von diesen Iren ausgeht, tatsächlich ein enormer Impuls zur Klassenbildung werden könnte. Und wenn man E.P. Thompson nimmt, dann ist genau das geschehen. Also diese vermeintlichen Outsider sind gewissermaßen wichtige organisierende Kerne der entstehenden englischen Arbeiterbewegung geworden. Was halte ich daran für aktuell? Ich glaube, dass wir einen insgesamt zu pessimistischen Blick auf Arbeiterbewegungen erhalten, wenn wir nur auf die bestehenden offiziellen Organisationen wie Gewerkschaften schauen. Dann kommen wir tatsächlich, wenn wir etwa von dem, was ich als ökonomisch-ökologische Zangenkrise bezeichne, als sozial-ökologischen Transformationskonflikt, sehr schnell zu der Analyse, dass etwa die Arbeiterklassenfraktionen in den Carbonbranchen eher konservierend beharrende Interessen haben. Wenn man aber jetzt andere Bereiche anschaut, mal ein kleines Beispiel, bin dann fertig. Das Beispiel veranschaulicht aber was. Ich habe in Lissabon auf dem Podium gesessen, zusammen mit dem kommunistischen Vorsitzenden der sehr starken Metallarbeitergewerkschaft dort. Um es kurz zusammenzufassen, der Genosse auf dem Podium hat behauptet, dass es prekäre Arbeit in Portugal nicht gibt. Wir waren alle fassungslos, auch die portugiesischen Kolleginnen und Kollegen, aber er hat das steif und fest behauptet. Im Grunde wollte er aber sagen, seine Organisation ist für die nicht zuständig. Und mit ihm auf dem Podium saß der Vorsitzende einer Mini-Gewerkschaft, die Callcenter-Belegschaften in Portugal organisiert. Die haben 200 Mitglieder, sind aber in fast allen oder zumindest der Hälfte der Callcenter streikfähig, weil sie über Obleute gewissermaßen in der Lage sind, die Belegschaften dort tatsächlich zu mobilisieren. Und das sind prekär beschäftigte Studenten und so weiter und so weiter, so wie auch bei uns. Was ich damit sagen will, ist, dass wir über die bestehenden Organisationen hinausschauen müssen, wo neue Organisationsformen und Ansätze entstehen, die häufig eben nicht die bestehenden Organisationen sind, die behaupten, Arbeiterklasse zu repräsentieren. Die Frauenstreikbewegung wäre ein anderes Beispiel, wo das sehr deutlich wird. Und da kann man schon von dem Engels lernen, dass er sehr undogmatisch ist und gerne auch bereit, seine eigenen Analysen über Bord zu werfen. Das macht er ja in den Vor- und Nachworten, die er geschrieben hat. Ich glaube, diese Art von unkonventionellem, aber empirisch genauen Herangehen an Lage der arbeitenden Klassen, das können wir von ihm lernen. Ja, danke, Klaus. Achim, möchtest du direkt weitermachen?
ist das Mikro? Ja, okay, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Mikro, sorry. Ich möchte drei Punkte hervorheben und der erste ist unmittelbar an dem an, mit dem Klaus auch gerade geschlossen hat. Nämlich, ich finde beeindruckend bei Engels zum einen sein genaues Hingucken und vor allem aber auch seine Fähigkeit, Urteile, die einmal oder Einschätzungen, die einmal gegeben wurden, dann zu revidieren, wenn sie sich als falsch erweisen. Und ein ganz starkes Beispiel dafür ist für mich der Blick auf diesen Zusammenhang zwischen sozusagen Lage und Rolle der arbeitenden Klasse. Um 48 gingen ja sowohl Engels als auch Marx noch davon aus, dass die Lage der Arbeitenden sich immer weiter nach unten nivellieren wird durch die industrielle Entwicklung, was ja wohl auch der damaligen Situation entsprach, mehr oder weniger. Wenn man sich dann dieses mehrfach zitierte Vorwort zu der Neuauflage 50 Jahre später von der Lage der arbeitenden Klasse anguckt, wo er sagt, auf der einen Seite beschreibt er, dass sich Teile der arbeitenden Klasse die Lage erheblich verbessert hat und er beschreibt die Differenzierung, die Oberschicht und die Unterschicht der englischen Arbeiterklasse in der Zeit. Dann ist das ja, finde ich, eine beeindruckende Revision der Auffassung 48. Das wäre für mich so der erste Punkt, wo man lernen kann. Und da würde ich eigentlich unterstreichen, was von meinen beiden Vorrednerinnen gesagt worden ist. Ein zweiter Punkt finde ich Engels Blick auf die Arbeiterbewegung. Er war wahrscheinlich ja einer der ersten, die beschrieben hat. Hat dabei auch auf Quellen ja zurückgegriffen, die es schon gab. Aber er beschreibt in diesem Kapitel Arbeiterbewegung in der Lage der arbeitenden Klasse in England, da beschreibt er das als einen kollektiven Lernprozess. Von Maschinenstürmerei über die Bildung von Gewerkschaften. Bis hin zu der Einsicht auch die Internetverbindung von ihm wird zusammen. Der uns heute auch helfen. Da geht es weniger um die Klassenanalyse, sondern mehr. Okay. Achim, ich glaube, deine Internetverbindung stockt. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Hört man mich noch? Ja, aber eingeschränkt. Joachim, deine Internetverbindung macht wahrscheinlich Schwierigkeiten. Vielleicht machst du ausnahmsweise dein Video aus, dann dürfte deine Verbindung etwas stabiler werden, dann hören wir dich wenigstens. Okay, versuchen wir das mal. Also was ich als letzten Punkt einfach hervorheben wollte, war Engels Fähigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse so zu vermitteln, dass sie auch in der Arbeiterbewegung ankamen. Da möchte ich hervorheben die Artikel, die er für den Labour Standard geschrieben hat, über Fragen wie gerechter Tagelohn für ein gerechtes Tagewerk oder die Bedeutung von Trade Unions. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo also es scheint so zu sein, dass wir Achim nun gerade gar nicht mehr hören. Er ist zwar noch im Meeting, aber wir hören ihn nicht mehr. Vielleicht macht jemand anders weiter. Geschaltet, weil ich fertig war. Hörst du uns, Achim? Ja. Ich würde sonst vorschlagen, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, dass vielleicht Nihat erstmal anschließt, falls danach die Verbindung von Achim besser ist. Achim, falls du uns hörst, die letzten Punkte du vielleicht einfach nachreichst. Okay, ich sehe, also Achim schreibt, ich höre euch und war fertig, dann passt das. Ich würde jetzt direkt übergeben an Nihat. Okay. Ich fange dann gleich an. Ich werde mich auf die irische Einwanderung fokussieren und dabei auf drei Aspekte eingehen. Ich denke, dass die irische Frage diese kurzen vier Seiten, vier, fünf Seiten
in seinem Werk zur Lage der arbeitenden Klasse in England hinsichtlich der Fragmentierung, aber auch der Klassenlagen der Arbeiter immer noch sehr, sehr wichtig sind und dass wir sehr viel daraus lernen können. Der erste Aspekt gleich zu Beginn schreibt Engels von einer Reserve, die irischen Einwanderer als Reserve. Der Begriff Reservearmee, der später die marxistische Literatur auch prägte, war auch das Motiv der Kapitalseite der Unternehmen und auch der Bundesregierung bei der Anwerbung ab 1955, im Übrigen auch im Zweiten Deutschen Reich. Allerdings haben die Unternehmen und auch die Bundesregierung in der bundesrepublikanischen Zeit den Begriff Reservearmee vermieden und dafür den Begriff Gastarbeiter eingesetzt, der aber von seiner Funktionsweise im Grunde genommen absolut identisch war, natürlich in einer etwas modifizierten Form. Was will ich damit sagen? Es ging darum, junge und leistungsstarke Arbeitskräfte im besten gesundheitlichen Alter anzuwerben, die Sozialisationskosten der jungen tatkräftigen Arbeiter sollte nicht die Bundesrepublik Deutschland übernehmen, sondern die Herkunftsländer. Und irgendwelche Sprachkurse oder integrative Maßnahmen hat es in keinster Weise gegeben, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und wozu auch, das Ganze war vorgesehen als ein Provisorium und bei Wirtschaftskrisen, wie wir das im Übrigen 1966, 67, aber auch 1973, 74 nach der Ölpreiskrise gesehen haben, also sollten dann die Migranten zurückkehren. Und das haben auch sehr viele gemacht. Im Übrigen aufgrund dieser utilitaristischen Funktion der Beschäftigung von Einwanderern hat die Soziologin Verena Macrae vor über 40 Jahren geschrieben, dass nicht die Bundesrepublik oder die, das Kapital für die Herkunftsländer Entwicklungshilfe geleistet haben, sondern dass die sogenannten Gastarbeiter oder die Reservearmee für die Kapitalseite oder für die Kapitalisten in Deutschland eine Entwicklungshilfe geleistet haben. Das Konzept besagt im Übrigen, dass die Gastarbeiter auch froh sein sollten, in Deutschland überhaupt leben und arbeiten zu können und zu dürfen, ansonsten Mund halten und gehen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Der zweite Punkt, der Engels spricht von einer Bildung der niedrigsten und untersten Klasse. Ganz wichtig im Übrigen, auf der halte ich seinen Satz auf Seite 323, dass er die Einwanderung der Iren oder die irische Einwanderung als sehr viel dazu zur Erniedrigung des Lohnes und der Arbeiterklasse selbst beigetragen habe. So schreibt er das. Diese Bildung einer niedrigsten, untersten Klasse entspricht im Übrigen auch die Diskussion der Unterschichtung des Arbeitsmarktes in den 1970er Jahren durch die sogenannte Gastarbeiterbevölkerung. Und heute sprechen viele Soziologen von einer urbanen Unterklasse, die sich in den Städten herausgebildet habe. Also insofern sehen wir eine Menge Entwicklungen auch in der Bundesrepublik, die er damals anhand der irischen Frage beschrieben hat und Rolle spielten. Dritter Punkt, Arbeitsmigration als Reservearmee und die ambivalente Haltung der Gewerkschaften. Die Gewerkschaften hatten insbesondere die Befürchtung, wie Engels in der irischen Frage auch beschreibt, dass die Einwanderer als Lohndrücker und womöglich als Streikbrecher missbraucht werden können. Also wie gesagt, wie Engels das beschrieben hat und wie es auch ab 1880 bis etwa zu Beginn des Ersten Weltkrieges tatsächlich ständig der Fall war. Daraufhin haben die Gewerkschaften darauf bestanden, dass die Anwerbung unter der Bedingung stattfindet, dass eine Arbeit sozial- und tarifrechtlich
gleiche Gleichstellung weitgehend stattfindet. Und sie wollten damit weitgehend verhindern, dass Migranten ausgebeutet und als Lohndrücker zur Disziplinierung der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter behandelt werden. In einem Punkt haben sich die Gewerkschaften allerdings und auch Engels geirrt. Alles, was zutraf für das Zweite Deutsche Reich und für seine Analyse damals, traf für die Bundesrepublik Deutschland nicht. Weil die Arbeitsmigranten nach 1955 sich nie als Streikbrecher und als Lohndrücker haben missbrauchen lassen. Ganz im Gegenteil, sie haben Gewerkschaften und deutsche Betriebsräte stets und ständig auf unzumutbare Arbeitsbedingungen hingewiesen und regelrecht angetrieben. Übrigens auch mit Dutzenden spontanen oder im Juristendeutsch gesprochen illegalen Streiks. Und die Migranten wurden von vielen Betriebsräten und von manchen Funktionären mit Misstrauen begegnet, zumal die aktiven Migranten sehr offen mit sozialistischen Strömungen sympathisierten und eine kritische Einstellung zu staatlichen Institutionen hatten. Und es waren die Gewerkschaften und Betriebsräte, die häufig die Probleme bis Anfang der 70er Jahre ignoriert und ihre Kampfbereitschaft unterschätzt haben. Deswegen schließe ich mit einem Zitat vom Geschäftsbericht der IG Metall für die Jahre 1962 bis 1964. Da stellen die Autoren des Geschäftsberichtes der IG Metall mit Erstaunen fest, dass die außerordentlich solidarische Haltung der ausländischen Arbeitnehmer im Streik und der Aussperrung 1963 sehr bemerkenswert war. Das hätte Engels bestimmt gefreut. Dankeschön, Nihat. Ich würde auf diesen Punkt später nochmal zu sprechen kommen und den nochmal aufgreifen. Ich würde jetzt eine erste Frage an Klaus richten wollen, nochmal eher für den Einstieg in die Diskussion. Und zwar wollen wir ja nun hier vor allem über die Arbeiterklasse als politisches Subjekt reden. Das setzt aber ein Stück weit auch tatsächlich ja voraus, dass wir erstmal klären oder zumindest uns der Frage annähern, wen das genau eigentlich meint. Jetzt ist hier nicht der Ort für breite klassenstrukturanalytische Diskussionen. Es soll, wie gesagt, um politische Formierungsfragen gehen. Aber vielleicht können wir es ein bisschen konkreter machen. Es gibt in der linken Diskussion ungefähr, es gibt verschiedene Positionen in dieser Frage. Sie reicht von dem Kriterium der Lohnabhängigkeit, das eben sagt, alle, die ihre Arbeitskraft warenförmig verkaufen müssen, gehören zur Arbeiterklasse. Das betrifft den Mechatroniker bei VW über den Krankenpfleger bis zur Lageristin alle. Andere fassen es enger und sagen zum Beispiel, die Arbeiterklasse im engeren Sinne ist nicht identisch mit der Gruppe der Lohnabhängigen und meint nur zum Beispiel die mehrwertproduzierende Industriearbeiterschaft. Nun hast du in mehreren Texten die These aufgestellt, dass man sich von der Vorstellung einer großen lohnabhängigen Klasse, die aber nur intern fragmentiert ist, generell eigentlich verabschieden muss. Und du redest von lohnabhängigen Klassen sogar im Plural. Warum machst du das? Da sind ein paar wichtige Gründe schon genannt worden. Der erste Punkt ist, dass eigentlich in allen kapitalistischen Metropolen außerhalb sowieso etwas entsteht, was der Nihat gerade als New Urban Underclass, neue Unterklasse bezeichnet hat. Das sind in den entwickelten Kapitalismen etwa 10-15% der Bevölkerung. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus der Kapitalperspektive einfach überflüssig sind. Also die sind auch noch was anderes als die Gastarbeiter, die gerufen wurden, sozusagen als Teil der industriellen Reservearmee, um dann den gesellschaftlichen Gesamtarbeiter aufzufüllen. Aus der Kapitalperspektive wird ihre Arbeitskraft nicht benötigt. Wenn man sozusagen dem Überflüssigsein etwas entgegensetzen will, dann muss man einen anderen Arbeitsbegriff anwenden. Dann muss man einen weiten Arbeitsbegriff anwenden, der sozusagen die freien Tätigkeiten, die unbezahlten Sorgearbeiten und so weiter, die bürgerschaftlichen Tätigkeiten etc., die auch in diesen Bereichen ja geleistet werden, in den Blick nimmt. Dann wird die gesellschaftliche Nützlichkeit dieser Gruppen sofort sichtbar. Aber Fakt ist, sie haben keine Chance mehr, in das reguläre Erwerbssystem überhaupt reinzukommen. Die Regulation dieser Klasse, die erfolgt unterschiedlich. Wenn man in der französischen Banlieue lebt, kommt man da nicht raus, egal ob die Konjunktur anzieht oder nicht. Nur in Ausnahmesituationen in den USA ist die Kriminalisierung gewissermaßen die Regulationsform. Und selbst in der reichen Bundesrepublik ist es gewissermaßen so, dass 1 Million Menschen seit Einführung von Hartz IV aus dem Leistungsbezug nie rausgekommen ist. Und wenn man im prekären Sektor steckt, der nochmal was anderes ist.
ist die Aufwärtsmobilität ganz gering. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die konventionellen lohnabhängigen Klassen, da wäre ich auch bereit. Die können reichen vom gut bezahlten Facharbeiter bei Daimler bis zur Friseuse. Ja, da hätte ich jetzt nicht die Probleme, Heterogenes zusammenzupacken. Der entscheidende Punkt ist aus meiner Sicht die Stellung im Produktionsprozess, wie auch schon bei den Unterklassen. Stellung im Produktionsprozess ist in diesem Falle, man erblickt in der Regel, hat man Überblick über den Arbeitsplatz und den Arbeitsprozess, aber nicht mehr über die Produktionsprozesse. Produktionsprozesse würde heißen, dass man sozusagen in den Kategorien transnationaler Wertschöpfungsketten denkt. Das ist in diesen Klassensegmenten und Klassenfraktionen in der Regel nicht der Fall. Sonst müsste problematisiert werden, oder nicht der Fall, jedenfalls momentan nicht der Fall. Sonst müsste problematisiert werden, stärker problematisiert werden, was ich als das Tönnies-Prinzip der modernen globalisierten Produktionsweise bezeichne. Tönnies-Prinzip gibt es nicht nur bei Tönnies, sondern Tönnies-Prinzip bedeutet, dass im Gegenwartskapitalismus große Teile der lohnabhängigen Klassen nicht mehr integriert werden über den Lohn und auch nur teilweise über den Kredit, sondern integriert werden über Tiefstpreise, die durch Überausbeutung und Prekarisierung entlang der Zuliefer- und Wertschöpfungsketten zustande kommen. Das heißt, auf der einen Seite werde ich bedroht, was die Arbeitsplatzsicherheit angeht, aber ich kaufe billige Elektroprodukte, billige Agrarprodukte und so weiter. Das zeichnet sozusagen diese Klassen aus. Und darüber gibt es eine neue lohnabhängige Klasse, akademisch qualifiziert, nicht mit Kontrollmacht ausgestattet und auch nicht in irgendeiner Weise ausbeutend. Ich sage nur mal eine Zahl. Im Maschinenbau ist gemessen an der Beschäftigtenstruktur die Zahl der Ingenieure, und das sind nicht alle, die ich diesem Segment oder dieser Klasse zurechnen würde, die Zahl der Ingenieure von 1980 bis 2019 von 7 auf fast 18% gestiegen. Johannes Katzan hat im Sozialismus gerade einen Artikel darüber veröffentlicht. So, das ist eine Gruppe, die gewissermaßen von ihrer Klassenlage, so würde ich behaupten, am ehesten in der Lage ist, die Produktionsprozesse zu überschauen und das auch von ihrer Profession her, von ihrer beruflichen Stellung aus tatsächlich kann. Die hat ganz andere Zugänge zur Organisierung wie die konventionelle Arbeiterklasse oder Arbeiterinnenklasse. Die treten, wenn sie denn in Gewerkschaften eintreten, das tun sie nur als Minderheiten, wenn sie nicht von großen Betriebsräten unter Druck gesetzt werden, die treten mit einer Kopfentscheidung ein. Nicht, weil sie es selber brauchen, sondern weil sie der Meinung sind, dass man Gewerkschaften braucht, um für mehr Gerechtigkeit in der Arbeitswelt zu sorgen, auch für andere. Ja, sehr schön beschrieben in dem schon genannten Artikel. So, also die Stellung im Produktionsprozess ist eine radikal andere. Das muss man einfach reflektieren. Ja, die Unterklassen werden nicht gebraucht, jedenfalls nicht aus der Kapitalperspektive. Die Ausbeutungsproblematik kann man am ehesten für die konventionelle Arbeiterklasse formulieren, und die neue Lohnarbeiterklasse, da ist eher eine Entfremdungsproblematik am Werk. Ich will noch zwei Argumente dazu sagen. Ich könnte das Ganze auch werttheoretisch begründen. Ja, will ich jetzt hier nicht machen, weil es dann akademisch wird. Aber die Grundidee will ich zumindest mal sagen. Die Qualifikationsspitze derjenigen, die ich dieser neuen Lohnarbeiterinnenklasse zurechne, da wird es immer schwieriger, den Wert ihrer Arbeitskraft noch zu berechnen, neben allen anderen Problemen, die man mit der Marx'schen Werttheorie hat. Ganz einfach deshalb, weil der Wert ihrer Arbeitskraft auf Spezialkenntnissen und einem Wissen, auch lebendigen, also an der personenhaften, einmaligen, unverwechselbaren Wissen beruht, was immer schwerer zu quantifizieren ist. Das heißt, die Wertbildung der Arbeitskraft, die läuft dort ähnlich wie, sagen wir mal, bei Jadon Sancho bei Borussia Dortmund wegen seiner besonderen Fähigkeiten, ja, hat sozusagen seine Arbeitskraft einen außergewöhnlichen Wert, den man kaum quantifizieren kann. Und von diesen Spitzen aus erfolgt aber sozusagen die neue Hierarchisierung der Arbeitswelt. Ja, man kann auch für die gewöhnlichen lohnabhängigen Klassen sagen, dass im Zuge der Computerisierung von Arbeit das lebendige Wissen, das an der individuellen Person haftet, immer wichtiger wird und umfassend in den Verwertungsprozess des Kapitals einbezogen wird. Und das, also diese werttheoretische Begründung wäre jetzt, wenn man es theoretisch fundieren will, der entscheidende Zugang. Politisch heißt es aus meiner Sicht,
dass die Formierungsprozesse in diesen drei Klassen ganz unterschiedlich verlaufen werden. In den Unterklassen brauchst du keine Gewerkschaften, weil du kommst im Produktionssektor gar nicht rein. Da existieren Selbsthilfeorganisationen, etwa in der Banlieue. In den USA wird man vielleicht über was diskutieren müssen, wie die Black Panthers funktioniert. Ja, je nachdem, wie sich das entwickelt. Und durchaus auch unter Nutzung von Waffen zum Selbstschutz. Also es sind ganz andere Fragestellungen als diejenigen der weißen Arbeiterklasse, die jetzt in Teilen doch Demokraten gewählt hat. Also das müssen wir auch nochmal genau angucken. Aber deren Hauptproblem ist, dass sie ihren Lebensentwurf verteidigen wollen. Und der Lebensentwurf heißt einigermaßen sicheren Job, Zugang zu dem, was normale Leute haben, in Anführungsstrichen, vielleicht das Häuschen, die Wohnung und ein paar Bildungschancen für ihre Kinder. So würden sie das beschreiben und so würden sie das auch in der Lausitz beschreiben, im Bergbau, und so würden sie es in der Automobilindustrie beschreiben. Und in dieser neuen lohnabhängigen Klasse, da laufen die Formierungsprozesse nochmal ganz anders, weil sozusagen die kritisches Bewusstsein außerhalb des Gewerkschaftlichen erstmal über politische Fragen entsteht. All das, was sich in Scientists, Students for Future und so weiter artikuliert, das würde ich in Teilen dieser neuen lohnabhängigen Klasse zurechnen. Der letzte Punkt, die Pointe dieses Drei-Klassen-Modells, das wird ja immer, oder drei lohnabhängigen Klassenmodells, das wird ja immer sozusagen als ein Abweichen von marxistischer Orthodoxie kritisiert und niemand will mir folgen, das ist okay. Aber der politische Clou ist, dass man genau das vermeidet, was in der Debatte mit Frank aufgetaucht ist. Also in den Klassenanalysen, die in den 1970er Jahren entstanden sind, hat man diese akademisch gebildeten etwa Ingenieure, Professionals, die Leute in den Fraunhofer-Instituten als Massenschicht der Intelligenz bezeichnet. Ja? Und damit sind sie immer irgendwie den Mittelschichten zugerechnet worden. Und das bedient ungewollt und indirekt das, was der Engels in diesem schon häufig zitierten Vorwort zur deutschen Ausgabe auch sagt. Der Despot Mittelschicht definiert die Ungleichheiten und die Spaltungslinien. Das muss man vermeiden. Wenn man sie als lohnabhängige Klasse anspricht, ist eine ganz andere Idee dahinter, als dauernd zu sagen, das sind schwankende Mittelklassen, die man dann zu den richtigen hinziehen muss. Punkt. Danke, Klaus. Es ist generell so, wenn ihr anderen, also von euch vielen insgesamt, Wortbeiträge machen wollt, kommentieren, dann zeigt auf. Ruft dann sozusagen jederzeit rein. Du machst das, Nicole, oder? Ja. Dann kurze Anmerkung zu Klaus. Genau, ja. Ich finde es total interessant, in die Diskussion einzusteigen, aber glaube, dass man an manchen Punkten vielleicht gar nicht so viele Unterschiede hat. Also wo wir uns doch einig sind, ist, dass wir sozusagen Fragmentierung und Einheit der arbeitenden Klasse diskutieren müssen. Und ich glaube, was wir jetzt gerade diskutieren, ist, wo man den Akzent setzen sollte. Also Klaus, mein Eindruck ist, du schaust jetzt vor allen Dingen auf Fragmentierung an der Stelle und sagst also, diese drei Gruppen kann man identifizieren. Ein anderer Weg wäre zu diskutieren, wir reden über die arbeitende Klasse, so wie Engels das auch gemacht hat, schaut sich das in der ganzen Differenzierung an und sagt, okay, wenn wir über Klasse als politische Kategorie, als politisches Subjekt reden, dann müssten wir doch eigentlich die verbindenden Punkte in den Mittelpunkt stellen und müssten überlegen, wo gibt es Grundlagen, um diese unterschiedlichen, ausdifferenzierten Gruppen irgendwie zusammenzubringen. Und da gibt es einen Punkt, wo ich tatsächlich Diskussionsbedarf habe, wenn du zuspitzt, und sagst also bei der traditionellen Arbeiterklasse, also damit meinst du Industriearbeiterschaft, nehme ich mal an, vor allen Dingen, da dominiert die Ausbeutungsproblematik und bei den neuen Lohnabhängigen die Entfremdungsproblematik. Das halte ich ehrlich gesagt für eine Fehleinschätzung an der Stelle. Also weil wir selbstverständlich irgendwie die ganze Diskussion über den Absturz der Mittelschichten, ne, um jetzt mal in einen völlig anderen theoretischen Bereich irgendwie zu schauen, im Grunde genommen heißt das Ausbeutungsproblematik natürlich auch irgendwie bei den akademisch Gebildeten und so weiter eine Rolle spielt. Also Ausbeutungsproblematik insgesamt sowieso, weil man das, was man erarbeitet, zu größeren Teilen eben nicht selber bekommt, sondern von anderen angeeignet wird. Aber auch die Frage von materieller Absicherung da eine ganz große Rolle spielt. Und das Entfremdungsproblem, das wissen wir doch nun auch seit viel langer Zeit, dass das auch in klassischen Arbeitertätigkeiten eine ganz große Rolle spielt. Also sich mit seiner Arbeit nicht identifizieren können, finden wir schon bei Marx. Aber auch die Sache, dass man seine professionellen Standards nicht mehr wahren kann, weil man Kranke nicht pflegen kann oder so zum Beispiel, seine Arbeit nicht richtig machen kann, weil Profitziele das verhindern. Das ist ein übergreifendes Problem. Und ich würde genau argumentieren, wir müssten für unterschiedliche Gruppen der arbeitenden Klasse mit Ausbeutung und Entfremdung reden.
wenn wir uns die Frage stellen, wo kann man ansetzen mit einer linken verbindenden Politik? Dankeschön. So, Achim hatte sich auch gemeldet. Kurze Ergänzung, danach würde ich die nächste Frage stellen. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich würde unterstreichen, was Nicole gerade gesagt hat und das mit ein paar persönlichen Erfahrungen, mit zwei persönlichen Erfahrungen illustrieren. Wir haben in dem Betrieb, wo ich VK-Leiter bin, etwa 2.500 Beschäftigte. Davon sind 500 in der technischen Entwicklung, ein sehr großer Teil von Ingenieuren. Wir haben auch bei diesen Beschäftigten inzwischen einen Organisationsgrad von über 90%. Und das war eine Kopfentscheidung, die war aber ausgelöst vor etwa 10 Jahren, als der Standort gegründet wurde und Teile von der früheren Firma Kamer übernommen wurden, per Betriebsübergang, unter anderem auch die Ingenieure. Damals ist versucht worden, denen ein paar hundert Euro pro Monat wegzunehmen. Dagegen wollten sie nicht wehren, darum haben sie es organisiert. Ich hatte dann das Vergnügen, mir anzugucken, wie sich in dieser Auseinandersetzung Sprecherinnen und Sprecher herausgebildet haben. Und wir hatten auf einmal flächendeckend in der Entwicklung Vertrauensleute, was vorher nicht der Fall war. Wir sind dann in die Diskussion zu Tarifrunden gegangen, wo die früher immer am Fenster gestanden haben und geguckt haben, wie die blöden Malocher unten für ihre Euros auf die Straße gehen. Das hatte sich total verändert und die waren jetzt stolz drauf, sich auf eine Tarifrunde vorzubereiten, zu gucken, wie kriegen wir alle raus aus dem Büro. Bei der Sitzung waren Kolleginnen von der Bezirksleitung dabei. Wir haben eine ganze Zeit darüber geredet, dass Angestellte eine andere Ansprache brauchen als Arbeiter. Waren uns doch alle einig. Und als es dann um die konkrete Aktion ging, wurde gesagt, Achim, du musst vor allen Dingen dafür sorgen, dass genügend Fahnen, genügend Trillerpfeifen, genügend Mützen da sind. Und da haben wir alle gelacht. Weil das war dann das ganz andere, was genauso war. Insofern wäre ich da ein bisschen vorsichtig mit so pauschal urteilen. Letzter Punkt. Meine Partnerin hat lange im Altenheim gearbeitet, arbeitet jetzt im Krankenhaus. Wenn die beschreibt, wo der Druck herkommt, nämlich die Arbeit ordentlich zu machen, und wenn die Ingenieure mir erzählen, die Bedeutung ihrer Projekte, das sind Projekte und Patienten, fängt beides mit C an, das ist so ähnlich die Form indirekter Steuerung, die diese verschiedenen Segmente der Arbeiterklasse da erleben. Also da finde ich schwierig, da zu sagen, das sind verschiedene Klassen. Also Klaus, du kannst reagieren, versuch's aber knapp zu halten. Und du musst dein Mikrofon anstellen. 1 Minute. So, jetzt aber, oder? Bin ich zu hören? Ja, gut. Also, wir werden uns an diesem Punkt nicht einigen. Ich würde jetzt gar nicht widersprechen, dass Ingenieure, Angestellte sich gewerkschaftlich organisieren können. Das entkräftet mein Argument 0. Weil ich würde zu Argument 1 zurückkommen. Was ist die Transformationsperspektive? So, und da wird es dann doch schwieriger. Also die Ingenieure, Wissenschaftler, Leute aus den Fraunhofer-Instituten, die ich etwa bei den Diskussionen mit der Klimabewegung oder im BUND treffe, sind überwiegend nicht gewerkschaftlich organisiert, aber hochgradig politisiert. Wie kommt das eigentlich? Ja, warum ist es nach wie vor so, dass trotz der Tendenz zur Industrialisierung von Angestelltenarbeit, die wir über Global Sourcing und so weiter tatsächlich haben, hat der Andreas Böß sehr schön gezeigt, dass der Anreiz zu gewerkschaftlicher Organisierung so gering ist. Und ich meine, da ist VW eine Sondersituation, weil die als Betriebsräte da auch in die Angestelltenbereiche mit Druck, mit einem gewissen Druck und Closed Shop operieren könnt. Anderswo sieht das völlig anders aus. Und ich glaube, dass auch in der gewerkschaftlichen Rekrutierung viele Zugänge auch zu gewerkschaftlicher Organisierung einfach verstellt werden, weil einfach die gewerkschaftlichen Positionierungen in dem sozial-ökologischen Transformationskonflikt, siehe Stichwort Kaufprämie für PKW, einfach viel zu verwaschen ist und teilweise auch nicht progressiv, muss man klar sehen, nicht? Und wenn man das in den Blick nimmt, kommt man zu ganz anderen, neben den werttheoretischen Aspekten, die ich jetzt nicht ausgeführt habe, aber kommt man zu anderen Bewertungen, nicht? Gemeinsame gewerkschaftliche Organisierung würde ich nicht ausschließen. Gut, wir haben den Punkt jetzt eh schon gestriffen. Ich würde trotzdem noch einmal die Frage präziser stellen an Nicole. Es ist so, die politische Formierung der Arbeiterklasse, so allgemein gesagt, hat natürlich, du hast es auch gesagt oder ihr alle habt es gesagt, materielle Voraussetzungen, Produktionsstrukturen, berufliche Sicherheiten, Lohnverhältnisse, sowas. Das schreibt auch Engels, der aber seine Ausführungen natürlich schreibt unter dem Eindruck der entstehenden Industrie und der Vereinheitlichung der Arbeiterklasse im
industriellen Großbetrieb. Und die Annahme, ich fasse es jetzt ganz grob zusammen, ist, dass der Betrieb als kollektiver gemeinsamer Erfahrungsraum Unterschiede zwischen Arbeitergruppen nivelliert und gleichzeitig die Verelendung der Arbeiterklasse zumindest bessere Bedingungen dafür stellt, kollektives Klassenbewusstsein hervorzubringen. Davon kann heute so nur bedingt die Rede sein. Die Gründe dafür habt ihr auch gerade genannt und schon andiskutiert. Kannst du trotzdem noch einmal, was die materielle Seite von Klassenformierung betrifft, kurz zusammenfassen, weil du es selber auch gerade genannt hattest, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Faktoren von Klassenformierung? Und vor allem ist die Frage aber, weil du das in der Reaktion auf Klaus auch gerade schon genannt hast, kannst du weiter ausführen, was ist die politische Konsequenz? Also materielle Fragmentierung der Arbeiterklasse, sowohl was Produktionsstrukturen, berufliche Segmentierung und so weiter angeht, was heißt das? Also muss man die Formierung abhaken oder muss man sie vielleicht anders denken, als das bei Engels der Fall ist? Also kannst du weiter ausführen, was wäre die Konsequenz aus deiner Sicht? Ja, also ich glaube, ich würde zunächst mal die Position von Engels ein bisschen anders zusammenfassen. Also ich glaube schon, dass man den Fokus auf Vereinheitlichung findet. Das hast du ja schon auch gerade gesagt, ne? Also Vereinheitlichung zwischen unterschiedlichen Ländern, das ist ein Thema, ne, in der Lage der arbeitenden Klassen. Und die andere ist die Frage Konzentration von Arbeitern in Fabriken, in Städten, führt dazu, dass sich Lebens- und Arbeitsbedingungen angleichen. Aber gleichzeitig hat er diesen Gedanken von Fragmentierung, und dieser Gedanke von Fragmentierung beruht auf Konkurrenz. Also da findet man ja wirklich ganz tolle Zitate irgendwie auch in der Lage der arbeitenden Klasse, wo es dann darum geht, dass er sagt, Konkurrenz ist der vollkommenste Ausdruck des in der modernen bürgerlichen Gesellschaft herrschenden Krieges aller gegen alle. Krieg um das Leben, um die Existenz, um alles. Und der besteht eben nicht nur zwischen den verschiedenen Klassen der Gesellschaft, sondern auch zwischen den einzelnen Mitgliedern dieser Klasse. Jeder ist dem anderen im Weg. Jeder sucht auch alle, die ihm im Weg sind, zu verdrängen und sich an ihre Stelle zu setzen. Die Arbeiter konkurrieren unter sich, wie die Bourgeois unter sich konkurrieren. Also das quasi als so ein Ausgangspunkt dafür, wie Klassenformierung stattfindet im 19. Jahrhundert, ne? Das, finde ich, müssen wir im Hinterkopf behalten, damit wir nicht ganz so deprimiert sind über unsere eigenen Zeiten vielleicht. Okay, aber was heißt denn das konkret? Bei Engels finden wir diese Differenzierung vor allen Dingen auf der einen Seite die Arbeiter der modernen Industrie, die ihre Situation verbessern können, schreibt er dann in dem Vorwort zur deutschen Auflage, das wir ja offensichtlich alle mit Gewinn gelesen haben, durch politische Reformen auf der einen Seite und durch große Produktionsmacht, weil er sagt, Unternehmen stellen dann irgendwann fest, sie müssen Arbeiter auch ein Stück weit auf ihre Seite bringen, weil sie ansonsten die Produktion nicht am Laufen halten können. Dann macht es Sinn, Gewerkschaften zu haben und den Konflikt zu befriedigen. Und auf der anderen Seite gibt es die Frauen, die Kinder, die Migrantinnen, die man anders behandelt. Also wo Befriedung keine Rolle spielt und man im Grunde genommen auf Ausbeutung nach wie vor in ungefärbter Form setzt. Die dritte Gruppe, die wir dann noch haben, irgendwie bei Engels, ist das Subproletariat. Von denen distanziert man sich als respektabler Arbeiter. Okay, wenn wir jetzt fragen, was heißt denn das jetzt heute? Wie reden wir denn heute über Klassenfragmentierung? Dann sehe ich eine ganze Reihe von ziemlich erstaunlichen Ähnlichkeiten. Nämlich zum Beispiel die Diskussion über das, was Engels dann Arbeiteraristokratie nennt, ne? Also die Stammbelegschaften. In Deutschland würden wir jetzt vor allen Dingen über die exportorientierte Industrie reden. Relativ starke Gewerkschaften, immer noch starke Betriebsräte, relativ gute Einkommensverhältnisse, so. Auf der anderen Seite Konkurrenz, die dazu führt, dass bestimmte Gruppen von Arbeitenden systematisch eingesetzt werden, um Standards zu senken. Und wir sind da im Grunde bei ähnlichen Gruppen, über die schon Engels redet. Also wir reden über Frauen und wir reden über Migrantinnen vor allen Dingen. Also bei den Frauen geht es darum, wie wir vermutlich alle auch am eigenen Leib schon erlebt haben, dass unter Bezug darauf, dass Frauen hauptzuständig sind für Haushalt und Kindererziehung, Jobs geschaffen werden, wo Standards unterschritten werden. Man kann dann auch sagen, man braucht nicht so hohe Löhne, weil es ja immer einen Ernährer gibt angeblich im Hintergrund. Also wirklich ein ganz massives Mittel von Standardsenkung, von Prekarisierung. Und über die Migrantinnen, Nadine hat ja vorhin schon was gesagt, ne? Also werden eingesetzt an Stellen, wo Deutsche nicht arbeiten wollen. Aufenthaltsrecht wird genutzt, um sie unter Druck zu setzen und so weiter. Die Abgrenzung von respektablen Arbeitern vom Subproletariat wirkt auch immer noch. Wenn ihr euch mal interessiert, wie die Unterschichts- und Sozialschmarotzerdebatten dazu beigetragen haben, die Hartz-Gesetze durchzusetzen, dann sind wir da, glaube ich, an so einer politischen Konsequenz schon direkt dran.
neu ist, dass wir inzwischen stärker als Engels damals darüber diskutieren, dass alles viel individueller geworden ist. Arbeitshaltungen, Familienstrukturen, Erwerbsverläufe. Aber auch bei Engels findet man dazu schon ganz tolle Aussagen. Der spricht, wenn er über Individualisierung redet, das Wort benutzt er nicht, von der brutalen Gleichgültigkeit, der gefühllosen Isolierung jedes Einzelnen auf seine Privatinteressen, bornierte Selbstsucht als Grundprinzip der heutigen Gesellschaft. Und wohlgemerkt, wir reden jetzt über eine Zeit, von der wir aus heutiger Sicht sagen würden, das ist die hohe Zeit der Arbeiterinnenbewegung. Ja, da passiert wirklich was in Sachen Solidarisierung. Was heute wichtiger geworden ist in Bezug auf Fragmentierung, ist sicher, dass es mehr Formen der Organisation von Unternehmen und Regulation von Arbeit gibt, die gezielt Konkurrenz anheizen. Also reden wir über Projektarbeit, Zielvereinbarung, Profit Center und so weiter, was kollektive Regulierung schwieriger macht. Also wenn Standards für immer kleinere Gruppen von Arbeitenden eigentlich gelten, im Zweifelsfall fürs Projektteam definiert wird, wie die arbeiten sollen und eben nicht mehr für den gesamten Betrieb. Also kurz und gut, ich würde sagen, damals wie heute keine Einheit der Arbeiterklasse, aber was sind die politischen Folgen? Einen Punkt habe ich gerade schon gesagt, ne? Der Haupteffekt ist, dass objektive Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Gruppen von Beschäftigten und die Konkurrenz zwischen ihnen es unheimlich schwer machen, sich für gemeinsame Ziele einzusetzen, die dann im Interesse von allen Lohnabhängigen wären. Das sagt auch Engels im Grundprinzip schon, wenn er diese Konkurrenz beschreibt. Eine zweite politische Konsequenz ist, dass Unternehmen es immer wieder schaffen, Fragmentierung voranzutreiben, indem sie Bündnisse mit Teilen der arbeitenden Klasse schließen. Also Engels spricht zum Beispiel, ist vorhin zitiert worden, davon, dass ein Teil der Arbeiterschaft von einem Industriemonopol so besonders profitiert. Wenn wir heute über Politik von Standortsicherung, Stabilisierung der Kernbelegschaften reden und gleichzeitig wissen, dass andere Teile der arbeitenden Klasse, also Leiharbeiterinnen, eingesetzt werden, um in Krisenzeiten Auftragsschwankungen abzupuffern, wissen wir ungefähr, was diese Bündnispolitik für Solidarisierungspotenziale bedeutet. Eine weitere politische Konsequenz, also würde ich jetzt mal sagen Vorteile von Fragmentierung, bestehen vielleicht darin, dass die privilegierteren Teile der arbeitenden Bevölkerung teilweise schaffen, Standards durchzusetzen, die, wie Engels damals schon schreibt, Besserungen auch für die große Masse hervorrufen. Er sagt allerdings, in der längeren Tendenz wird die große Masse immer wieder auf das alte Niveau herabgebracht und vor allen Dingen dadurch, dass es den Zustrom der Reserve gibt, ich zitiere Nihat an der Stelle auch, also Frauen, Migrantinnen, und durch die fortschreitende Verdrängung von Arbeitern durch neue Maschinen. Und auch das sehen wir für unsere eigene Zeit. Ich finde, man kann schon argumentieren, dass nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen ist, unter anderem durch starke Gewerkschaften Standards durchzusetzen in Bezug auf Löhne, Arbeitszeiten, arbeitsrechtliche Absicherung, die eben nicht nur diesen privilegierten Teilen zugute gekommen sind, sondern für alle Lohnabhängigen oder fast alle Lohnabhängigen enorme Vorteile hatten. Seit den 70er, 80er Jahren sehen wir aber, wie das wieder zurückgebaut wird. Und es hängt damit zusammen, dass andere Beschäftigtengruppen auf den Arbeitsmarkt kommen. Und es hängt zusammen mit dem fortschreitenden Druck durch Maschinisierung, Automatisierung und so weiter, was wir ja im Moment auch diskutieren unter der Überschrift digitale Arbeit. Okay, was kann man jetzt eigentlich machen, um diese Art von Fragmentierung zu überwinden? Habe ich ja vorhin schon angedeutet, das ist ein Konflikt möglich, wenn überhaupt. Und deswegen schreibt ja Engels auch in seinen Schriften immer wieder, dass er auf das Streben der Arbeiter setzt, die Konkurrenz durch Assoziationen aufzuheben. Wenn wir jetzt fragen, was heißt eine Assoziation, wie kommt man denn dorthin? Dann glaube ich, dann müssen wir wirklich also einigermaßen schonungslos anerkennen, dass die arbeitende Klasse überhaupt nie homogen war und das heute auch nicht ist. Muss aber in dieser Unterschiedlichkeit, Differenzierung Ansatzpunkte finden für eine Politik, die in dem Sinne verbindend ist, dass sie unterschiedliche Gruppen von Arbeitenden zusammenbringt, und zwar obwohl sie objektiv in Konkurrenz zueinander stehen. Das spielt ja auch in der politischen Debatte eine Rolle. Und ein Beispiel, was ich immer ziemlich überzeugend finde, ist dieses Beispiel kurze Vollzeit. Also wo wir Männer haben mit Vollzeitbeschäftigung viel unbezahlter Mehrarbeit, die sagen, sie wollen kürzer arbeiten. Frauen in struktureller Unterbeschäftigung, Teilzeit-Minijob, die sagen, sie würden gerne länger arbeiten. Und mit so einer Forderung würde man wirklich sehr unterschiedliche Gruppen ansprechen können. Jetzt fragt er schon zu Recht, was hat denn das mit Klassenformierung zu tun? Ich würde sagen, hat mit Klassenformierung zu tun deshalb, weil die Voraussetzung für so eine Politik ist, dass man an diesen Zwängen von Lohnarbeiterexistenz ansetzt.
Und gleichzeitig wäre es eine Folge von so einer Politik, dass man eine Mobilisierung von Lohnabhängigen vielleicht bewirken könnte für ein gemeinsames Ziel, wodurch dann die Konkurrenzbeziehungen überhaupt nicht verschwinden natürlich, aber wenigstens zeitweise vielleicht durch ein solidarisches Handeln überdeckt werden könnten. Und das wäre meines Erachtens der Weg, wie man mit Fragmentierung unter Bedingungen des 21. Jahrhunderts umgehen könnte. Ja, an Nihat würde ich jetzt die Frage stellen, wenn du das so hörst, also die objektiven Bedingungen für Formierung, aber auch für den Zusammenschluss von Gruppen der Arbeiterklasse sind schwieriger geworden, aber Assoziation könnte ein Ansatzpunkt oder ist der klassische Ansatzpunkt, das zu überwinden. Kommt mir natürlich die klassische Frage nach dem Klassenbewusstsein als Voraussetzung auch für solche Assoziationen. Jetzt könnte man relativ einfach, ich stelle mich jetzt mal blöd, sagen, es braucht einfach Klassenbewusstsein in diesen ganzen verschiedenen Segmenten der Arbeiterklasse, um diese Spaltung zu überwinden. Weil ja nun letzten Endes Mechatroniker, Fahrradkuriere, Beschäftigte im Einzelhandel objektiv dasselbe Klasseninteresse haben. Man muss es ihnen eigentlich nur vermitteln. Was würdest du sagen? Kann man sich das so einfach machen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Die Entwicklung von Klassenbewusstsein oder überhaupt von die Bewusstseinsbildung ist ein, meine ich, sehr komplexer sozialisatorischer, politischer, psychologischer Vorgang. Und gerade haben der Klaus und auch die Nicole darüber gesprochen, wie heterogen und wie fragmentiert die Lohnabhängigen, die Arbeiterklasse in Deutschland sind. Und ich denke, in modernen Gesellschaften, in denen starke Ausdifferenzierungen gibt hinsichtlich Entlohnung, hinsichtlich Arbeitserfahrungen, hinsichtlich Bildung, Qualifikation, Arbeitsbedingungen, Beschäftigungssicherung und vieles anderes mehr und prekäre Lagen und viele andere Dinge, ist das relativ schwierig, zumal wenn auch noch diese Menschen aufgrund ihrer Lage, Lebenslage, aufgrund ihres Herkunfts, ihres Glaubens, kulturellen und sonstigen Orientierung sehr, sehr vielen externen Einflüssen ausgesetzt sind. Und wenn hinzukommt, das ist kurz erwähnt worden im Vortrag von Frank Deppe, dass die Arbeitermilieus nicht mehr existieren, dass mit ihren Arbeiterbildungsvereinen, mit ihren Institutionen und all diese Dinge, und das sagte vorhin auch der Klaus, dass nur in den Gewerkschaften, und ich meine nur für nur einen Bruchteil der Beschäftigten, nur ein Bruchteil kann auch erreicht werden, wenn nur dort Klassenbewusstsein bildende politische, gewerkschaftliche Bildung stattfindet, dann ist das sehr schwierig. Deswegen bin ich etwas bescheidener und wenn die Lohnabhängigen etwas weniger betriebssyndikalistisch sind, wenn sie weniger diesem utilitaristischen oder nationalistischen Virus ausgesetzt sind, wenn sie etwas mehr ausgeprägten Moralbewusstsein und Gerechtigkeitsempfinden haben, wenn sie ihre Gleichgültigkeit und Passivität überwinden, dann kann man, glaube ich, mehr und hoffnungsvoller in die Zukunft blicken. Da wäre ich bescheidener. Um das kurz zu machen oder vielleicht mit Erich Fricht abzuschließen, hat er in irgendeinem Gedicht gesagt, also wenn unsere Freunde so verlässlich wären wie unsere Feinde und die Arbeiter so viel vom Kampf verstehen wie ihre Arbeitgeber, dann wäre ich zufrieden. Ich glaube, dann wären wir ein Stück weiter. Das wäre mein Kommentar. Okay. Klaus, hattest du dich gemeldet oder hast du nur kurz gewählt? Also es ist schwierig. Ich würde lieber jetzt auch auf ein paar Beiträge eingehen, aber das ist so wie die Zeitregie, das erfordert schwierig. Ich will nur einen Punkt bemerken. Die Debatte etwa in den Klimabewegungen, in den ökologischen Bewegungen, die wurde ganz anders geführt. Die wurde erstmal geführt um die Notwendigkeit revolutionärer Veränderungen. Nehmen wir die Sustainable Development Goals, dann ist völlig klar, alle Gegenwartstrends vor Corona
laufen auf einen ökologischen Kollaps raus, auf eine 4-5 Grad Erderwärmungswelt. Es ist auch völlig klar, dass der Zeitraum, der zur Verfügung steht, um gegenzusteuern, je länger der Wandel rausgezögert wird, schrumpft. So, selbst die herrschende Klasse, oder was heißt selbst, gerade die wissen, Schäuble in seinem Artikel aus eigener Stärke, dass soziale und ökologische Nachhaltigkeitskriterien der Gradmesser für jede Politik sein müssen, für jede zukunftsträchtige Politik. Genauso hat das formuliert. So, und gemessen daran ist mir die Debatte hier einfach zu defensiv. Ja, also die kapitalistischen Gesellschaften, gerade die entwickelten, frühindustrialisierten kapitalistischen Gesellschaften, stehen auf der Ebene der Produktivkräfte vor der dramatischsten Veränderung seit der ersten industriellen Revolution. Ja, die Transformation ist im Gange und die Frage ist ja, wie man die Weichen stellt. So, und wenn man von da aus jetzt fragt, bezogen auf diesen sozial-ökologischen Transformationskonflikt, der da entsteht, wo sind eigentlich die Ansatzpunkte? Dann, glaube ich, muss man das oder sollte man das schon nochmal anders justieren. Dann ist eben, dann sind sozusagen Vereinheitlichungsprozesse eben nicht mehr zu denken wie Engels, vorwiegend über die soziale Lage. Ja, und da zieht sich ja beim Engels durch, selbst noch bis in die Vorworte der alten Schrift, dass er letztendlich doch meint, dass die Verschlechterung der sozialen Lage dazu führen wird. Also dass der prekäre Status der Lohnarbeit dazu führen wird, dass sowas wie ein gemeinsames Klassenbewusstsein entsteht. Das hat sich ja als falsch erwiesen. Ja, und selbst in dem Vorwort zur deutschen Ausgabe argumentiert er noch, wenn das englische Industriemonopol weg ist, dann wird es aber so sein, dass die Klasse sozusagen als eine einheitliche sich begreifen kann. Das hat sich historisch als falsch erwiesen. Und ich würde es bezogen auf die ökonomisch-ökologische Zangenkrise noch mal radikalisieren. Die Vereinheitlichung kann nur über politische Zielsetzungen erfolgen und nur in zweiter Linie über die soziale Lage. Und der Gradmesser sind Nachhaltigkeitsziele. Wenn man es daran ausrichtet, dann kriegt man sofort eine Veränderungsperspektive, dann stellt man aber auch die Frage anders. Dann kann man beispielsweise feststellen, dass man die besten Debatten über die Unzulänglichkeit von E-Mobilität mit Ingenieuren bei Daimler führen kann. Das haben die schon vor 15 Jahren gewusst, dass das keine Lösung ist, oder vor 20. Aber was wird daraus politisch gemacht? Wo ist die politische Linke, um das aufzugreifen? Ja, da sehe ich die großen Probleme. Und das meint jetzt überhaupt nicht, dass die soziale Frage oder die sozialen Fragen in irgendeiner Weise unwichtig wären. Ganz im Gegenteil. Aber man muss sozusagen beide Konfliktachsen im Blick haben. Die des ökologischen Gesellschaftskonflikts und die des alten industriellen Klassenkonflikts und wie sie interagieren, um überhaupt Vorstellungen von Blockbildung, progressiver Blockbildung, der Gramsci-Begriff, um die denken zu können, in meinen Augen. Und darf ich noch einen Satz sagen? Der wird Hans-Peter Brenner gefallen. Ja, das ist die Parteifrage ist wichtiger als die Gewerkschaftsfrage. Nur glaube ich nicht, dass die alten kommunistischen Parteien die Lösung sind, sondern es wird aber neue Organisationsformen bedürfen. In den Umweltbewegungen wird zum Beispiel über Nachhaltigkeitsräte diskutiert, weil Revolutionen auch revolutionäre Organe brauchen. Ja? Also das ist im Gange, diese Debatte. Und auch da sollte man gar nicht defätistisch rangehen. Okay, die Organisations- und Parteifrage möchte ich nachher nochmal aufgreifen. Ich möchte mich dem erstmal noch anders annähern, und zwar an Achim die Frage stellen, erstmal nach lohnabhängigen Macht heute. Die klassische Annahme in den Klassenstrukturanalysen der 70er Jahre ist, dass der sogenannte Kern der Arbeiterklasse zu finden ist in den industriellen Monopolbetrieben, in den Großbetrieben. Die Annahme ist, da ist der Klassenantagonismus am weitesten entwickelt. Der Vereinheitlichungsprozess, von dem wir jetzt gerade schon geredet haben, der Arbeiterklasse ist am weitesten vorangeschritten. Dementsprechend ist da auch der Teil der Arbeiterklasse zu finden, der gegenüber dem Kapital die größte Macht hat. Heute ist es so, auch das ist schon festgestellt worden, wenn man jetzt mal in die reinen Zahlen guckt, auch wenn sie teilweise irreführend sind, wie sie nun aufgeteilt werden auf Industrie und auf Dienstleistungssektor, aber das beiseite, wenn man auf die Zahlen guckt, ist die Industrie, die produzierende Industriearbeiterschaft heute gegenüber anderen Teilen der lohnabhängigen Klasse eine Minderheit. Der größere Teil der Lohnabhängigen heute arbeitet im sogenannten Dienstleistungssektor oder in anderen Bereichen. Meine Frage an dich ist, was ist die politische Konsequenz daraus? Es ist natürlich unbestritten, dass der deutsche Exportsektor, das siehst du an den ganzen Krisenpolitiken der letzten Jahre, nach wie vor hoch und heilig ist.
Trotzdem ist es so, dass auch in anderen Bereichen wichtige gewerkschaftliche Organisationsprojekte oder Organisierungsprojekte laufen und auch wichtige gesellschaftliche Konflikte geschlagen werden. Die Stichwörter sind bekannt: Amazon, der Krankenhaussektor, die Pflege und so weiter. Und man könnte auch da theoretisch argumentieren, da wird vielleicht nicht die Art von Mehrwert produziert, die in der Industrie geschaffen wird. Aber wenn zum Beispiel in der Logistik oder im Transportwesen gestreikt wird, dann wird auch kein Mehrwert realisiert. Deswegen, ich überspitze es jetzt und provoziere ein bisschen, muss man sagen, der heutige Kern der Arbeiterklasse findet sich längst im Dienstleistungssektor. Und das ist eigentlich der Teil, der die größte Marktmacht hat oder die größte Macht gegenüber dem Kapital. Ja, es würde provozieren, dass wir so nicht schaffen. Aber ich denke, es hat sich auch was verändert seit den 70er Jahren. Und eine Frage wäre, ob die Analysen der 70er Jahre falsch waren. Sie können ja aber ja nicht mehr passen auf eine veränderte Realität. Und ich finde es interessant, sich anzugucken, das Streikgeschehen der letzten Jahre. Wir hatten ja nach der Krise 2008, 2009 seit Mitte der 10er Jahre einen gewissen Aufschwung von Arbeitskämpfen. Und interessant ist da ein Blick auf das Jahr 15 und auf die folgenden Jahre. Und das wird ja vom Streikmonitor der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch sehr schön abgebildet. Und da sehen wir zwei völlig unterschiedliche Arbeitskampfwelten, die auch mit völlig unterschiedlichen Arbeitswelten korrespondieren. Denn auf der einen Seite die Streiks der IG Metall im Wesentlichen, im exportorientierten Industriesektor, massive Beteiligung, durchaus Durchsetzungskraft, aber ein ganzes Stück ritualisiert. Und ich sage mal, die Mentalität, glaube ich, beim Metallerinnen und Metaller ist auch eher, da wäre ich auch nah bei dem, was Klaus konkret beschreibt, eher defensiv und konservierend. Auf der anderen Seite erleben wir Bewegungen von Bereichen, die früher sich nicht organisiert haben oder schwer organisierbar waren, die sich auch früher oft darauf verlassen haben, dass die Geleitzugfunktion, also wenn die IG Metall was durchsetzt, dann war es ja in den 60er, 70er Jahren noch so, dass das prägend war für alle Bereiche. Das ist ja nicht mehr so. Sondern seitdem sich mit der Krise der 70er und dann verschärft mit dem Ende der Systemkonkurrenz das Kapital ein Stück weit radikalisiert hat, ist es ja so, dass immer mehr gilt, was wir nicht selber im Betrieb in der Lage sind, durchzusetzen, das kriegen wir nicht. Oder es ist uns zumindest leicht wegzunehmen. Und das führt dazu, dass wir Organisierungsprozesse haben, viel zu wenig, aber zum Beispiel in Bereichen, ich nenne mal die Auseinandersetzung um Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe 2015, wo Erzieherinnen von Kindertagesstätten und Krankenschwestern die Avantgarde der Arbeiterbewegung darstellten, oder Bewegung auch in Zulieferbetrieben oder klar Mittelunternehmen, auch im Metallbereich. Ein paar davon habe ich persönlich mitfliegen können, wo jahrelang betriebsratlose, tariflose Belegschaften, die wirklich immer weiter gedrückt werden, sich dagegen zur Wehr setzen. Insofern glaube ich, dass man heute nicht von einem Kern sprechen kann, sondern die Frage ist, wie diese unterschiedlichen Machtpotenziale zusammengebracht werden können. Und wie da Brücken geschlagen werden können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine strategische Frage. Ich bin unsicher, ob die These richtig ist, dass die Gewerkschaften das nicht mehr leisten können. Wahrscheinlich stimmt das für die ausgegrenzt, für die aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Und wir erleben ja auch, dass teilweise Organisierungsprozesse in manchen prekären Sektoren von Organisationen durchgeführt werden, die außerhalb der klassischen BGB-Gewerkschaften stehen. Aber ich glaube, dass die Frage der Organisierung dabei eine entscheidende ist. Und der Schritt sozusagen für die Klasse zum Subjekt zu werden, beginnt ja bei jedem Einzelnen davon, weil jeder Einzelne, solange er sich nicht organisiert, ist er Objekt, das völlig wehrlos den Aktivitäten der anderen Seite völlig hilflos ausgeliefert ist. Und ich kann das an einem Beispiel, es gibt einen Logistikdienstleister bei uns auf dem Gelände, als Volkswagen Osnabrück gegründet wurde die innerbetriebliche Logistik outsourced. Und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis da Organisierungsprozesse in Gang kamen. Und wir haben das immer gewollt und waren auch bereit, das zu unterstützen, aber haben nicht so richtig die Kontakte gefunden. Und dann hat sich eine Gruppe zusammengefunden von Leuten, die das in die Hand genommen haben und vorangegangen sind und diese Belegschaft organisiert haben. Und haben sich quasi aus dem Niedriglohnsektor rausgekämpft, muss man sagen. Und das sind, glaube ich, Prozesse, auf die wir gucken müssen.
Und die entwickeln auch eine andere Mentalität. Und das ist für mich zum Teil vergleichbar mit dem, was Engels schreibt in diesem Vorwort, das wir alle gelesen haben, über, wo er sagt, das Erwachen der Massen des East Ends, also der untersten der arbeitenden Klasse. Das ist das, was insgesamt auf der Bewegung wieder einen Anstoß versetzen kann. Insofern würde ich jetzt nicht von einem Kern sprechen. Ich würde nicht sagen, dass wir haben ja noch relativ viel Industrie in Deutschland. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt man sozusagen diesen Sektor der Klasse vernachlässigen kann, sondern ich glaube eher, dass es darum geht, wie man verschiedene Zugänge und verschiedene Teile zusammenführen kann. Ich möchte, weil wir damit auch bei der Frage sind, wer eigentlich abgebildet wird in bestimmten Organisationen, möchte ich eine Frage unbedingt noch richten an Nihat. Und zwar ist es so, wenn wir heute über die Fragmentierung der lohnabhängigen Klasse, auch was ihre Zusammensetzung betrifft, reden, dann ist es natürlich so, wir kommen an der Frage der Migration nicht vorbei. Also zum einen, weil Migration in den letzten Jahren eins der heißen, möchte ich mal sagen, gesellschaftlichen Streitthemen war. Zum anderen eben, weil es nun immer mehr Kolleginnen und Kollegen in der Arbeiterklasse gibt, die selber einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Die Beispiele hast du selber teilweise schon genannt, natürlich die klassischen sogenannten Gastarbeiter. Ich denke aber auch an die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in den letzten Jahren, also seit 2015, 16 nach Deutschland gekommen sind, jetzt teilweise eingehen in den Arbeitsmarkt oder eben auch medial in den letzten Monaten ein bisschen mehr präsent, die Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa in der Fleischindustrie, die vor besonderen Herausforderungen oder besonderen Schwierigkeiten stehen, verglichen mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen, also Aufenthaltsstatus, soziale Netze, Sprachbarrieren, daraus resultierende Abhängigkeit, natürlich rassistische Diskriminierung, Überausbeutung etc. etc. und Schwierigkeiten auch, also daraus folgend also der gewerkschaftlichen und politischen Interessenvertretung. Es ist allgemein so, Nihat, du hast dich jahrzehntelang nur mit der Situation von Arbeitsmigranten beschäftigt. Ganz allgemein und zusammenfassend gefragt, welche Rolle spielen Arbeitsmigranten in der deutschen Arbeiterklasse und wie bewertest du die Angebote der gewerkschaftlichen Organisierung für diese Kolleginnen und Kollegen? Es ist ja auf der anderen Seite so, es gibt die sogenannten, also das ist ein sehr schwammiger Begriff in der Öffentlichkeit, Migrantenorganisationen von Sozialverbänden über Kulturvereine zu anderen. Fangen die teilweise ab, was die deutschen Gewerkschaften nicht mehr leisten? Oder wie bewertest du deren Rolle in dieser Organisierungsfrage? Du musst dein Mikrofon noch anstellen. Ja, habe ich. Eine recht umfassende Frage. Ich glaube, eine eigenständige Organisation von Migranten hinsichtlich der Vertretung von Erwerbsinteressen, der Interessenvertretung hat es noch nie gegeben. Es hat immer ergänzend sogenannte Kulturvereine gegeben, auch Arbeiterkulturvereine. Und in den letzten Jahrzehnten haben wir sogar einen starken Ganzrechter bis hin zu fundamentalistischer religiöser Gruppen und Gruppierung. Aber die Geschichte der Arbeitsmigranten, wenn ich über die Arbeitsmigranten rede, dann ist diese Geschichte immer auch eine Geschichte des Kampfes um bessere Arbeitsbedingungen und Entlohnung gewesen und auch immer eine Geschichte des Kampfes um Anerkennung, um Teilhabe gegen Ausgrenzung, ja sogar auch gegen Paternalismus. Und diesen Kampf haben die Arbeitsmigranten stets mit ihren Gewerkschaften und mit ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen geführt, bis auf einige wenige Ausnahmen. Und die nenne ich auch. Es gab hunderte kleinere, spontane und teilweise also illegale Streiks Ende der 60er Jahre, in der zweiten Hälfte und der 70er Jahre, ganz berühmt, Fortstreik 73 im August. Aber noch viel wichtiger aus meiner Sicht der Streik der Bierburg-Frauen. Und dieser Streik der Bierburg-Frauen würde ich sogar als den erfolgreichsten Streik in der Geschichte Deutschlands gegen frauendiskriminierende Eingruppierungen und Entlohnungen und so weiter sehen. Dieser Kampf der Arbeitsmigranten
hat maßgeblich, nicht allein, aber auch maßgeblich dazu beigetragen, dass in der IG Metall in den 70ern und später 80ern über die Verkürzung der Arbeitszeit mehr als nur verhandelt wurde, dass Humanisierung der Arbeit Thema war und betriebsnahe Tarifpolitik und vieles anderes mehr. Im Übrigen, das hat sich für die, um jetzt nur am Beispiel der IG Metall zu bleiben oder zu reden, das hat sich ausgezahlt für Schwestergewerkschaften der IG Metall auch. Bei der IG Metall waren 1961, als fast alle Anwerbeabkommen abgeschlossen waren, 12.000 organisiert. Das waren 7% der damals in der Industrie im Metallbereich beschäftigten Arbeiter. 1973 waren es 330.000 und heute sind das 500.000, etwas mehr als 500.000 Menschen mit Migrationshintergrund, die in der IG Metall organisiert sind. Deswegen kann man, finde ich, zweifellos sagen, dass die Organisation der Arbeitsmigranten in der Geschichte der Migration zu den größten organisationspolitischen Erfolgen der IG Metall zählt und gehört. Dafür gibt es viele, viele Gründe, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann, aus zeitlichen Gründen. Wenn es noch Zeit verbleibt, nenne ich die, sondern würde ich zusammenfassen und dann noch eine Anmerkung zu neuen geflüchteten Menschen machen. Also abschließend würde ich schon sagen, dass seit Beginn der 1970er Jahre alle relevanten Streiks und bei allen relevanten Streiks und Arbeitskämpfen und so weiter, die Migranten Seite an Seite mit ihren deutschen Kollegen, Kollegen als Kampffreudige, als Kampfbereite, als eine kampffähige Gruppe aufgetreten ist. Nun, zu prekäre Beschäftigung von Geflüchteten. Solche Versuche hat es in der klassischen Arbeitsmigration übrigens auch gegeben. Sicherlich hat die arbeitsrechtliche, tarifrechtliche und sonstige Gleichstellung, die Bedingungen der Gewerkschaften eine Menge bewirkt. Und wir müssen jetzt aber, ich kann das aus zeitlichen Gründen nicht auf die damalige Situation und Kräfteverhältnisse und so weiter eingehen. Ich will nur daraus die Schlussfolgerung ziehen und sagen, die Kapitalseite hat immer versucht, ob Migranten, Geflüchtete oder andere, auch Einheimische, Menschen immer als Lohndrücker zu beschäftigen, als Streikbrecher und vor allen Dingen sie auszubeuten. Es gibt mittlerweile ganze Branchen in Deutschland, die Niedriglöhne und Ausbeutung zu einem Geschäftsmodell gemacht haben und in dieser Branche arbeiten übrigens deutlich überdurchschnittlich Geflüchtete und auch Migranten. Und deswegen sind die Befürchtungen aller anderen lohnabhängig Beschäftigten sehr berechtigt. Die Frage ist, wie kann eine linke, eine humanistische Lösung aussehen? Die richtige Antwort kann nur heißen, Geflüchtete, Migranten oder Einheimische, wen auch immer, vor Ausbeutung und alle Lohnabhängigen vor Lohndumping schützen. Und natürlich sollten wir diese Zustände öffentlich anklagen, öffentlich skandalisieren, jedoch bitte nicht nur in Richtung Unternehmen. Auf Dauer kommen wir, glaube ich, nicht weiter, wenn wir Kapitalisten vorwerfen, dass sie sich kapitalistisch und unmoralisch verhalten. Die Adressaten der Empörung müssen nach meinem Dafürhalten allererster Linie Politiker und die politischen Parteien sein, denn es ist die Legislative. Es sind die gewählten Politiker und Politiker, die demokratisch legitimierten, die Gesetze machen und die Exekutive ist dazu da, dass Gesetze und Regeln eingehalten, überwacht werden. So, und das sind auch diejenigen Adressaten, die Niedriglöhne, prekäre Arbeit, Leiharbeit, all diese Dinge möglich gemacht haben, bis hin zur Propagierung von Tarifflucht und so weiter. So abscheulich, abschließend, so abscheulich jene Kapitalisten sind, die in vielen Branchen Ausbeutung wirklich so zum Modell gemacht haben. Und das ist wahrscheinlich die einzige Existenzberechtigung mancher Unternehmen, die über Leichen gehen oder wie Achille Mbembe in Kritik der schwarzen Vernunft sagt, dass der globale Kapitalismus weltweit die Beschäftigten und die Arbeiter, also auch die Blonden und Blauäugigen in Europa zu Sklaven und zu Schwarzen und so machen will.
trotzdem viel verabscheuungswürdiger und gefährlicher für die Demokratie und für Sozialstaat, finde ich, jene Politiker, die diese Ausbeutungsmethoden propagiert, gefördert und erlaubt haben. Deswegen sind diejenigen, die von den politischen Linken und auch von Gewerkschaften an den Pranger gestellt werden sollen. Okay, danke schön. Ich würde, da wir zeitlich jetzt leider doch schon relativ weit fortgeschritten sind, dazu übergehen, dass wir noch jetzt eine kurze letzte Runde mit Abschlussstatements machen und wir dann öffnen für die Diskussion. Und zwar möchte ich dafür zweierlei aufgreifen. Das eine ist die von Klaus Dörre jetzt schon provokant vorgelegte These oder Frage, wo denn eigentlich die organisierenden Orte für Lohnabhängige und die Arbeiterklasse heute eigentlich bestehen. Also konkret, welche Organisationsform, welche Modell von Organisation haltet ihr für am ehesten angebracht und geeignet, Klassenformierung und Einheit von Lohnabhängigen heute herzustellen und wirkmächtig auch aufrechterhalten zu können? Und das Zweite ist die Frage, von Engels stammt auch ein bisschen prominenter als von Marx der Hinweis, dass der Klassenkampf verschiedene Dimensionen hat. Also er redet von ökonomisch, politisch und auch, er nennt es ideologisch, man würde heute vielleicht eher sagen, wissenschaftlich, analytisch, sowas. Wo seht ihr in den nächsten, also in der nächsten Zeit oder angesichts der gesellschaftlichen Situation, in der wir jetzt und heute sind, wo seht ihr dann die größten Herausforderungen der nächsten Jahre oder der Zeiten, die uns jetzt bevorstehen? Vielleicht möchtest du, Klaus, weil du ja quasi vorgelegt hast, anfangen mit deinem Statement. Sorry, dass ich jetzt der Regie jetzt vorausgehalten bin, das hätte ich auch wissen können. Ich würde, bevor ich dazu was sage, oder ich komme eigentlich direkt hin, nochmal direkt an Nihat und auch an Joachim anknüpfen, um nochmal zu präzisieren, was ich mit dem Primat sozusagen der politischen Vereinheitlichung und Hegemoniebildung meine. Also ich verwende diese Formulierung von der Klasse an sich zur Klasse für sich höchst ungerne. Der Marx hat sie selbst überhaupt nur an einer einzigen Stelle sinngemäß so gebraucht in den Frühschriften, dann taucht das nie wieder auf. Ich gebrauche sie deshalb ungerne, weil häufig so ein Stufenmodell der Klassen, der Entwicklung von Klassenbewusstsein assoziiert wird. Als würde das immer so laufen, dass von Konkurrenz der Schritt geht zu gewerkschaftlicher Organisierung und dann kommt irgendwann das politische Klassenbewusstsein, nicht? Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass die Prozesse bezogen auf das, was wir brauchen, eine ökologisch-ökonomische, soziale-ökologische Nachhaltigkeitsrevolution, dass die Prozesse so laufen können. Ganz einfach deshalb, weil die Gewerkschaften doch, insbesondere die Industriegewerkschaften, zumindest an ihren Spitzen und im Mainstream, in diesem Punkt visionslos sind. Ja, das muss man ja klar sagen, nicht? Also wenn wir die IG Metall nehmen, ist die IG Metall wahrscheinlich gegenwärtig in ihrer Breite nicht mal auf dem Stand von dem, was Ende der 1980er Jahre in den Zukunftskongressen mit Blick auf Mobilität, ökologische Frage und so weiter schon mal thematisiert wurde. Nicht? Nihat nickt, der war dabei. das muss man ja klar sehen. Nicht? Auf der anderen Seite haben wir aber ganz erfreuliche Bewegungen. Ich sage ein Beispiel, also ich habe es schon häufig erzählt, aber ich erzähle es wieder. Ich war im letzten Jahr dabei, als ich Students for Future in Leipzig gegründet hat. Da waren 1500 Studierende, die passten nicht in den Audimax, Hunderte standen vor dem Saal. Und es war eine Stimmung, wie ich sie zum letzten Mal in den frühen 1970er Jahren erlebt habe. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang auf dieser Vollversammlung gefordert, einen kostenfreien, möglichst kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr als Beitrag zu einem vernetzten Verkehrs- und Mobilitätssystem, das ökologisch nachhaltig ist und auch sozial nachhaltig ist. Nach mir hat der Betriebsratsvorsitzende der öffentlichen Verkehrsbetriebe Leipzig gesprochen und hat gesagt, Dörre, weißt du eigentlich, was du da sagst? Hast du dir mal überlegt, was das für unsere Arbeitsplätze und unsere Arbeitsbedingungen bedeuten würde, wenn uns die Einnahmen da wegbrechen? Und dann hat er aber die Kurve gekriegt und hat nicht gesagt, Dörre, du hast Unrecht, sondern der hat gesagt, im Prinzip hast du recht, aber wir müssen sozusagen jetzt in meinen Worten Klassenfrage und Klimafrage zusammendenken. Und dann an die 1500 Anwesenden gewendet, hat er gesagt,
Das könnte er im nächsten Jahr tun, dann haben wir eine Tarifrunde, dann könnte er uns helfen. So, und daraus entstanden sind immerhin in 30 Städten Solidaritätskomitees aus der Klimabewegung raus, die Verdi unterstützt haben, in einer sehr schwierigen Situation, Stichwort Pandemie, überhaupt eine Tarifrunde zu machen. Das aber nicht einfach so getan haben, dass sie sagen, wir unterstützen jetzt die Verdi-Forderungen in sich Löhnen und so weiter. Das haben sie auch getan. Sondern sie haben das verbunden sozusagen mit einer Debatte über die Klimafrage und die Transformation in Richtung vernetzte Verkehrssysteme. Nicht? Das ist unterschiedlich gelaufen, nach dem, was ich gehört habe, in Hamburg besser als in Leipzig und in Münster besser als in Berlin. Aber es ist ein Ansatzpunkt, den eine Sprecherin dieser Strömung, Julia Kaiser, die auch in Jena studiert, in einem Buch zu Transformationskonflikten, was im November rauskommt, einen Artikel dazu geschrieben hat. Sie fasst das so zusammen, was wir brauchen, ist ein Climate oder Ecological Turn in den Arbeiterbewegungen und ein Labor Turn in den ökologischen Bewegungen. Das ist eigentlich der zentrale Punkt. Ja, solche Allianzen müssen gebildet werden. Das ist der Gedanke von progressiven Blockbildungen. Das ist auch die Idee der Social Democrats, die der Frank Deppe schon erwähnt hat, Ocasio-Cortez und andere, die jetzt gewissermaßen dafür plädieren, radikal zu verändern an der Klimafrage, Dekarbonisierung binnen 10 Jahren. Und dann sagen sie aber, das muss verbunden sein mit Sicherheitsgarantien für die Beschäftigten in den Carbonbranchen plus sozusagen Stellen der Eigentumsfrage, wer entscheidet eigentlich über das was, wie, wozu, also die stoffliche Dimension der Produktion und so weiter. Das halte ich für einen richtigen Ansatz, auch wenn das gegenwärtig Minderheitenpositionen sind, nicht? Und es ist nicht so, dass man da nicht Gehör finden würde. Ich sage nur mal bezogen auf VW, das eine ist, was Hoffmann IG Metall sagt, also was die IG Metall-Spitze sagt, Hans-Jürgen Obern und einige andere mal ausgenommen. Das andere ist, was Carsten Betzold sagt, Betriebsratsvorsitzender VW Bornatal. Der sagt sehr klar, ein Geschäftsmodell, das darauf beruht, jedes Jahr 60, 70 Millionen neue Pkw in den Markt zu pumpen, das ist nicht nachhaltig und damit auch nicht zukunftsträchtig. Ja, so, und dann blättert man eine Frage auf, wie können Sicherheitsgarantien gegeben werden für diejenigen in Carbonbranchen, die nicht alle ihren Arbeitsplatz dort behalten können. Und dann taucht, das ist der letzte Punkt, den ich thematisiere, tauchen zum Beispiel solche Fragen auf. Es gibt dringenden Arbeitskräftebedarf in den inzwischen für systemrelevant befundenen Bereichen und Branchen. Alles, was Erziehende, Bildende, sorgende, pflegende Tätigkeiten sind. Es ist ja schon mehr als Fachkräfteengpass, es ist Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel in diesen Bereichen. So, jetzt stößt man auf folgendes Problem, werdet ihr bei VW auch haben. Wenn man bei Opel Eisenach sagt, naja, ich muss aufhören, gut, aber das Beispiel bringe ich noch zu Ende. Ja. Wenn man bei Opel Eisenach sagt, geht doch in die Pflege, ihr findet da Arbeitsplätze, dann wird man aus zwei Gründen einen Schrei der Empörung hören, weil erstens sind die Löhne da zu tief und zweitens ist die Arbeit nicht anerkannt, Stichwort in Anführungszeichen Weiberarbeit. So, und genau da liegt sozusagen der Punkt, wo man politisch zu vermitteln hätte. Die politische Forderung muss lauten, Aufwertung dieser Bereiche, materiell, moralisch, ideell, von den Arbeitsbedingungen her. Und dann kann man auch Brücken da reinbauen. Ja, und da kann mir niemand erzählen, dass man sich bei Opel am Band weniger entfalten kann, als in einem solchen wichtigen Beruf, wenn er entsprechend wertgeschätzt ist. In diese Perspektive würde ich Veränderungen denken. Nochmal, Climate Turn, Ecological Turn in den arbeitsorientierten Bewegungen und Labor Turn in den ökologischen Bewegungen. Aber Klaus, ein Satz, warum Parteimodell? Ach so. Wieder aufgegriffen, aber mach es ganz kurz. Ja, also Gewerkschaften sind natürlich weiter wichtig. Ja, das ist gar keine Frage. Aber das sind ja eigentlich politische Fragen, die im politischen Raum zu verhandeln sind. Und in den Gewerkschaften wird man jetzt kollidieren mit dieser Strömung, die ich jetzt gar nicht unterschätzen will, die etwa zur AfD, zur Klimaleugnung und so weiter tendiert. Und da muss die Auseinandersetzung geführt werden. Und die Impulse kommen aber häufig von außen, etwa aus der Students for Future-Bewegung in Verdi rein und nicht umgekehrt. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Und das braucht politische Unterstützung auch außerhalb der Gewerkschaften. Gut, wer möchte anschließen? Möchtest du, Nicole? Kann ich machen, ja. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich glaube, die zwei zentralen Fragen, über die wir reden müssen in Bezug auf
Dynamiken und Klassenformierung sind erstens Ausbeutung und zweitens Entfremdung. Das haben wir ja auch bei Engels schon. Der sagt, was weiß ich, die große Masse der Arbeiter hat die Wahl zwischen Hungersnot, wenn unbeschäftigt, und physischer und moralischer Erniedrigung, wenn beschäftigt. Und wenn wir jetzt anschauen, wie wird sich jetzt die Arbeitswelt weiterentwickeln oder was erleben wir heute, dann haben wir auf der einen Seite wirklich eine Zuspitzung von materieller Not, von materiellen Fragen, Armut trotz Arbeit zum Beispiel, und auf der anderen Seite eine Situation, wo immer mehr Arbeitende stärker unter Druck kommen, weniger stark in der Lage sind, ihre eigenen Arbeitsbedingungen auch nur ansatzweise zu beeinflussen und so weiter. Das heißt, das sind die zwei Punkte, über die wir meines Erachtens vor allen Dingen reden müssen. Okay, wie tun wir das? Ich glaube, dass Klassenanalyse vor allen Dingen heißt, dass wir nicht in allererster Linie darüber reden, wer jetzt zur Arbeiterklasse gehört oder nicht, habe ich ja vorhin schon gesagt, sondern wie man trotz verschärfter Konkurrenz eine Politik machen kann, die unterschiedliche Gruppen von Lohnabhängigen zusammenbringt. Und dann geht es tatsächlich um Klassenformierung, um die Frage, wie schafft man Klassenbewusstsein. Da, glaube ich, ist dieser ursprüngliche Gedanke von dem E.P. Thompson ziemlich gut, dass The Making of the English Working Class, ne, beinhaltet hat, dass die Klasse ein politischer Adressat ist, der sich überhaupt erst noch als solcher herausbilden und formieren muss. Und wenn wir heute feststellen, wir haben dieses Klassenbewusstsein nicht, Nie hatte das vorhin gerade gesagt, dann ist die Frage, wie kommen wir denn da eigentlich hin? Was ich wichtig finde an der Stelle, ist, dass man Klassenpolitik auf verschiedenen Ebenen ansetzt. Also John fragte gerade nach verschiedenen Dimensionen. Das ist, glaube ich, eine ähnliche Diskussion. Wir brauchen auf der einen Seite sozusagen die kleinen Reformprojekte, ne, wo man Beschäftigte zusammenbringen kann. Und zum anderen muss man diese kleinen Reformen aber auch in der größeren Perspektive verankern. Also der Klaus forderte vorhin revolutionäre Perspektive auf sozial-ökologische Transformation. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben nur im Moment ein bisschen das Problem, dass die revolutionären Perspektiven normalerweise welche sind, die, also Stichwort Digitalisierung, Finanzialisierung, wie auch immer, Arbeitende vor allen Dingen ohnmächtig und wehrlos machen. Jetzt ist die Frage, wie kehrt man das denn um? Wie kann man dafür sorgen, dass man sozusagen eine Perspektive entwickelt, die über das Bestehende hinausgeht und die aber handhabbar ist? Und da, glaube ich, sind diese Ansätze von verbindender Politik wirklich ganz gut, weil man in diesen Überlegungen schon quasi die Stellschrauben irgendwie sehen kann, wie man vielleicht über das Bestehende rauskommen könnte. Das ist ziemlich schwer, darüber zu reden, wie wir über aktuelle Gesellschaft eigentlich hinausdenken. Also das Zitat dazu hat der Frank Deppe vorhin ja schon aus der deutschen Ideologie gebracht. Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken. Dementsprechend ist es einigermaßen schwer, den gesunden Menschenverstand da auch ein Stück weit zu überwinden. Aber ich glaube, was wir jetzt brauchen in Bezug auf Klassenanalyse und auch in Bezug auf Klassenpolitik, sind verschiedene Zugänge dazu, wie wir denn eigentlich aus dieser jetzt ja offensichtlich sehr unbefriedigenden und wenig nachhaltigen Situation rauskommen. Der Detlef Henscher hat auf einem Podium, auf dem ich mit ihm vor ein paar Monaten gesessen habe, mal gesagt, also man braucht sozusagen das Alltagsgeschäft und man braucht aber gleichzeitig auch die Entfesselung von Fantasie, die über das Bestehende hinausgeht. Das ist meines Erachtens die Aufgabe von einer zeitgemäßen Klassenanalyse und auch unsere Aufgabe als Linke. Und da würde ich jetzt alle organisierenden Orte in Anschlag bringen, die man sich überhaupt vorstellen kann, ob in Gewerkschaften, Politik oder in der Wissenschaft. An diese Frage müssen wir tatsächlich rausgehen, damit sich irgendwas zum Besseren verändert. Dankeschön. Achim Niehart, wer von euch möchte anfangen? Achim? Ja, kann vieles unterstreichen, was gerade gesagt wurde, und möchte aber ergänzen, Klassenfrage und Klimafrage zusammen. Da fehlt mir eine Frage, die auch erheblich an Brisanz gewinnt in den letzten Jahren, nämlich die Friedensfrage, die sich wieder zuspitzt. Ich denke, das ist ein dritter ganz wichtiger Komplex. Zweitens, ich denke, es ist nötig, bestimmte Ideen und Haltungen wieder massenhafter zu machen, die für sich genommen relativ schlicht sind, die aber Veränderungen des Verhaltens einschließen. Das ist so Erkenntnisse, ich sag mal, nach den 24-Stunden-Streik. Wir waren ja einer der beteiligten Betriebe und ein anderer Betrieb bei uns in der Region war ein relativ kleiner Betrieb. Und in der Tarifkommissionssitzung danach berichtete der Betriebsratsvorsitzende, wir hatten ein Transparent am Zaun hängen, da stand drauf, ohne uns läuft nichts.
Und am Morgen nach dem Streik haben die Kollegen gesagt, oh stimmt, haben wir gesehen, da liegt nicht. Wenn Verdi in der Tarifrunde die Losung aus unverzichtbar oder wenn rote Teppiche ausgerollt werden für die Heldinnen der Arbeit bei ersten Mai-Kundgebungen oder Verdi-Veranstaltungen, dann ist das alles die gleiche Erkenntnis. Wer schafft das Gold zutage oder alle Räder stehen still, ne, um es in den Worten alter Arbeiterlieder zu sagen. Ein zweiter Gedanke ist der Gedanke, aus der Zuschauerposition rauszutreten, um uns selber müssen wir uns selber kümmern. Und ein dritter Gedanke, der, glaube ich, ganz wichtig ist für die Frage des Verbindenden, da könnte ich jetzt Brecht zitieren. Wer im Stich lässt seines Leichen, lässt ja nur sich selbst im Stich. Als bei uns bei Karmann die Massenentlassungen liefen, einer nach der anderen, hat ein Vertrauensmann mal auf der Betriebsversammlung formuliert, am Anfang dachten wir, das trifft ja erstmal die Befristeten. Gut, dass wir keine Befristeten sind. Jetzt wissen wir sind alle befristet, bloß das Datum ist in unseren Arbeitsverträgen nicht eingetragen. Also diese Frage von Verbindung zu erkennen, viele Dinge, Nicole, die du zum Beispiel vorhin in deinen Beiträgen so auf einer wissenschaftlichen Ebene ausgesprochen hast, aber das zu Alltagserkenntnissen zu machen und zum Alltagshandeln zu machen. Das ist, glaube ich, ein zweiter Punkt. Also es gibt in der US-amerikanischen Arbeiterbewegung eine Losung, an injury to one is an injury to all, ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Das ist nicht in den Köpfen der Masse unserer Beschäftigten drin. So, und da bin ich tatsächlich bei den drei Dimensionen, die Engels genannt hat. Weil sowohl die Verbindung der sozialen Fragen mit Klimafrage und Friedensfrage wird nicht einfach aus den Gewerkschaften selber spontan im Selbstlauf entstehen. Und nicht aus der Erfahrung des gewerkschaftlichen Kampfes im Selbstlauf entstehen. Und diese Ideen und Haltung, die ich gerade geschildert habe, die kann man entwickeln, ohne jene Zeile von Marx und Engels lesen zu haben. Aber sie werden bei Marx und Engels theoretisch begründet. Und da ist für mich in der Tat, und da wird sich Hans-Peter jetzt vielleicht auch freuen, da ist für mich in der Tat der Punkt, wo Gewerkschaften auch nicht reichen als Organisationsform, sondern wo die verschiedenen Formen der politischen Linken, und das will ich jetzt gar nicht weiter diskutieren, das wird den Rahmen sprengen, aber wo die verschiedenen Formen der politischen Linken auch eine wichtige Aufgabe haben. Auf unterschiedlichen Ebenen, auf der Ebene der Alltagsauseinandersetzung und in einer Sprache, die Menschen auch verstehen und in ihrem Alltag umsetzen können und auf der Ebene von Visionen und Entwürfen für die Zukunft. Ja, dann mache ich weiter. Also ich sehe, dass wir im Moment als Gewerkschaften und politische Linke vor mehreren Herausforderungen stehen. Alte, aber auch neue Herausforderungen. Zum einen ist die kapitalistische Globalisierung, die an ihren Grenzen kommt und immer weniger Akzeptanz hat, wovon aber viele Kernbelegschaften in der deutschen und europäischen Industrie profitieren. Das ist ein Konflikt. Eine obszöne Ungleichheit, die weltweit Armut, Verelendung zementiert, und wir haben auch eine ganze Menge ganz aktuelle Probleme, Digitalisierung, Klimakrise, Pandemie, aber auch die Krise der Demokratie. Und noch eine weitere Herausforderung ist sind die rechten und nationalistischen Einstellungen innerhalb der Arbeiterschaft, innerhalb der Lohnabhängigen bis hin zu manchen Funktionären. Und ich zeige nicht nur die Wahlergebnisse, sondern viele, viele Studien. Ich glaube, du, Klaus, könntest du viel, viel mehr darüber und viel kompetenter reden als ich. Die breite Zustimmung von demokratie- und gleichheitsfeindlichen Einstellungen innerhalb von Gewerkschaftsmitgliedern und der Arbeitnehmerschaft ist eine große und auch eine reale Gefahr für Gewerkschaften, auch die politische Linke. Die Frage ist, können Gewerkschaften, können die Linken diese Aufgaben bewältigen? Können sie es allein bewältigen? Also meiner Meinung nach nein. Und deswegen brauchen wir dringend so etwas wie neue Bündnisse, davon sprach auch Klaus, sowohl mit Ökologiebewegungen, aber auch mit einer Art Bürgerrechts- und Menschenrechtsbewegungen, weil es Millionen, aber Millionen Menschen in Deutschland und Europa
faktisch ohne politische Mitbestimmung und ohne politische Rechte unter uns arbeiten und auch leben. Und die werden immer mehr, teilweise bis hin zu modernen Formen der Sklaverei. Und wir brauchen unbedingt eine eigenständige politische Strategie, sowohl bei den Linken und erst recht bei den Gewerkschaften, gegen rassistische, nationalistische und auch sozialdarwinistische Einstellungen. Wir brauchen also diese Bündnisse unbedingt. Und die Frage ist, kann die politische Linke, können die Gewerkschaften dabei etwas auch von Engels und Marx lernen? Ich meine, ja, zweifellos. Und die Zeit, die sie für die Lektüre einiger weniger Schlüsseltexte zum Verstehen und Einordnen von Problemen und auch Herausforderungen benötigen, ist eine gut investierte Zeit. Ja, danke schön. Das war auch ein prima Schlusswort für das Panel. Dann danke euch vier nochmal für die Zeit und für den Input. Ich stehe jetzt vor der Herausforderung, dass eigentlich um drei das nächste Panel weiterlaufen soll, aber es doch noch ein, zwei Fragen aus dem Chat hier gibt, die an euch gerichtet wurden. Ich bräuchte im Zweifelsfall von der Regie quasi eine Anweisung, wie ich damit jetzt verfahren soll. Ich würde sonst vorschlagen, dass wir zumindest 5 Minuten versuchen, diese Fragen anzugehen. Ich beschränke es auf 2 oder 3. So, ich muss jetzt parallel hier, das Zoom macht mich so ein bisschen bekloppt, diese Chatfragen raussuchen. So, Wolfgang Rothe fragt offenbar via Facebook nach dem migrantischen Teil der Arbeiterklasse, der oft, aber nicht immer die prekärsten Jobs verrichten muss. Und er fragt, welche Auswirkungen das vielleicht haben könnte zu Bewusstwerdungsprozessen hinsichtlich der Klassenlage, ob quasi der erfahrene Rassismus und die rassistische Abwertung, so verstehe ich jetzt die Frage, ein potenzieller Ansatzpunkt für Organisierung, also natürlich gegen diese Art von Abwertung und für das Aufgreifen von Klassenbewusstsein sein könnte. Ich denke mal, diese Frage war gerichtet, als Nihat gesprochen hat. Ehrlich gesagt habe ich nicht genau verstanden. Ist die Erfahrung von Rassismus etwas, was man aufgreifen kann, um Leute gewerkschaftlich zu klassenförmig zu organisieren? Weil sich darin eine besondere Klassenlage niederschlägt. Ja, sicher. Ich meine, ich habe die Gewerkschaften erlebt als eine Schule der Demokratie und zu Aufgaben der Gewerkschaften gehört das ja nicht nur, Löhne sozusagen durchzusetzen und Arbeitsbedingungen zu regeln. Wer die Satzungen der DGB-Gewerkschaften und so weiter sieht, dann wird man feststellen, dass dort bestimmte Wertorientierungen und Grundsätze stehen, die von Gleichheit und Gleichwertigkeit aller Menschen ausgehen und auch in der Tradition der freien, der sozialistischen Bewegungen und so weiter stehen. Und deswegen verbietet es sich, finde ich, die geringste Hinnahme, geschweige denn Akzeptanz rassistischer Praktiken seitens der Gewerkschaften. Wenn die Gewerkschaften das, was sie tun, auch ein bisschen offener und offensiver in der Gesellschaft auch diskutieren, wären wir, glaube ich, in diesem Bereich auch erfolgreicher, sodass die Gewerkschaften wieder übrigens, das waren sie schon einmal, sowas wie eine Ersatzpartei und Menschenrechtsorganisation. So wurden sie wahrgenommen in den 1970er, 80er Jahren bis Anfang der 1990er Jahren von den allermeisten organisierten, nicht organisierten Migranten in den Betrieben. Es wird wieder Zeit, dass das deutlicher wird. Und wenn man, es gibt in der IG Metall so einen Spruch, wenn man nur wüsste, was alles in der IG Metall in den Geschäftsstellen und Bezirken läuft, da könnte man so viel schreiben und so viel machen. Es läuft eine ganze Menge, aber wenig davon ist bekannt und dringt nach außen. Das ist eine Frage der zeitlichen und personellen Kapazitäten. Vielleicht
Ne? Aber auf jeden Fall gehört das auch dazu, dass nicht nur die Erwerbsinteressen, die ökonomischen Interessen, die sozialen Interessen von Menschen vertreten werden sollen, sondern auch ihre Bürgerrechts- und Menschenrechtsinteressen. Und dazu gehört die dringend, ganz dringend, jeder Kampf gegen Rassismus und soziale Ungleichheit, weil das auch ein Kampf für mehr Demokratie und mehr Soziales ist. Natürlich. Ja, danke dir. Ich versuche jetzt mehrere Beiträge hier zusammenzufassen. Beatrix Sassermann macht eher eine Anmerkung. Die Frage, also sie schreibt sinngemäß, die Frage muss sein, Organisierung, wofür genau? Für die Fortsetzung des Braunkohleabbaus und dem Abbaggern von Dörfern oder für eine Mobilitätswende und für ein anderes Verhältnis zur Natur? Also stellt auch die Frage nach dem, was hier genannt wurde, Transformationsprojekt, auf das Organisierung zielen muss. Und dann gibt es eine Anmerkung von André Leisewitz, die ähnlich ist. Und er merkt an, Engels denkt die Vereinheitlichung der Klasse nicht über soziale Lage und Verelendung, sondern vor allem über den Zukunftsanspruch. Und er schreibt, das wäre für die Linke heute die Schlüsselfrage, wie nämlich dieser Zukunftsanspruch der Lohnabhängigen und ihre Rolle in einer neuen Art von Produktionsweise eigentlich formuliert werden kann. Und er schreibt, das zentrale Problem der Gewerkschaften ist, dass sie diesen Anspruch, also die Produktionsweise bzw. Modelle der Produktion entsprechend zu verändern, nicht formulieren. Und er sagt, die technische Intelligenz kann diesen Anspruch formulieren, aber sie sieht ihn in der Regel rein technisch. Und dann gibt es eine weitere, ich gebe euch das zur Kenntnis, ihr könnt es gleich kommentieren. Ich glaube auch, Beatrix Sassermann fragt, wo ist die Offensive der Gewerkschaften für Veränderungen im Gesundheitssystem? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Verdi versucht was, aber den Industriegewerkschaften scheint das kein Anliegen zu sein. Wo sind die Forderungen nach Arbeitszeitverkürzungen, die auf Gewerkschaftskongressen verabschiedet wurden? Wenn es von eurer Seite aus keine Kommentare gibt, dann, ja, Klaus, halte dich kurz. Ich würde danach noch eine Frage vorlesen. Auch wenn der André mir böse ist, ich würde ihn in beiden Punkten nicht folgen. Also ich spare mir jetzt mal die Stellen. Beim Engels hat er ein bisschen recht aus meiner Sicht, aber es gibt eine ganze Reihe von Stellen, beispielsweise zur industriellen Reservearmee, wo er argumentiert, dass die rausfallen, nach einer Periode des Niedergangs und der größten Schwierigkeiten dann doch wieder einrollieren, gewissermaßen in die Klasse. Und es ist immer gedacht, gewissermaßen Vereinheitlichung über eine prekäre soziale Lage, verbunden mit der Frage, da hat André recht, entsteht sowas wie eine sozialistische Perspektive. Und bezogen auf die technische Intelligenz, da würde ich einfach rückfragen, woher weißt du das, André? Meine Erfahrungen sind ganz andere. Also ich habe beispielsweise mit den Belegschaften der vier Fraunhofer Institute, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, auf Initiative des Betriebsrats diskutiert. Und es war eine ausgesprochene Sensibilität für das ökologisch wie gesellschaftlich und sozial außerordentlich problematische Digitalisierungsprojekt da, aber unklar, wohin es sich politisch richtet. Und die Gewerkschaften sind dann nicht die ersten Adressaten. Und ob man für diese Gruppen noch im Sinne von einer Massenschicht sprechen kann, deren Kriterium, deren Wesen ja immer ist, dass er hin und her schwankt und die Lage widersprüchlich ist, da hätte ich dann doch einige analytische Einwände. Gut, wenn es sonst von euch nichts gibt, dann würde ich als letztes eine Anmerkung, die Hans-Peter Brenner uns geschickt hat, einfach vorlesen. Dann muss ich sie nämlich auch nicht zusammenfassen. Mit Lenin und Engels kann man meines Erachtens auch heute von der Arbeiterklasse im engeren und im weiteren Sinne sprechen. Das klassische Proletariat in der materiellen Produktion spielt natürlich in seiner Rolle als Mehrwertproduzent unverändert die Schlüsselrolle in der kapitalistischen Produktionsweise, ohne dass sich die Lohnabhängigen in der Produktion vor- oder nachgelagerter Bereiche in den gesamten Dienstleistungsbereich damit wegdiskutieren will. Das gemeinsame Ziel von Transformationspolitik besteht in der Verteidigung gemeinsamer politischer, sozialer und ökologischer Grundinteressen mit der Perspektive des revolutionären Bruchs im antikapitalistischen Sinne. Ökologische und soziale Fragen dürfen nicht gegeneinander gestellt werden. Sie sind zusammenzudenken, weil der arbeitende Mensch als soziales Naturwesen in individueller psychischer Ausprägung sich auch nicht in seinen Bedürfnissen nur auf eine eingeschränkte Bedürfnisbefriedigung zurechtstutzen lassen kann. Das als letzte Replik und Anmerkung von Hans-Peter Brenner.
Möchtet ihr darauf reagieren? Falls nicht, was offenkundig der Fall ist. Ein Punkt würde ich gerne nicht widersprechen, aber nuancieren. Ich glaube, dass bei der Frage der Formierung immer noch Rolle spielt, die Möglichkeit, gemeinsame Interessen zu machen. Und insofern glaube ich, dass heute bestimmte Sektoren der gesellschaftlichen Reproduktion, wie zum Beispiel Krankenhäuser, wo wir Großbetriebe haben, wo wir gemeinsame Erfahrungshorizonte haben, dass die an Bedeutung gewonnen haben dafür, dass sich Teile der Klasse formieren. Wobei es immer ein Stück drauf ankommt, dass sich ein Kern findet von Leuten, die das anpacken und in die Hand nehmen und vorantreiben. Ohne dem geht es nie. Also ohne, ja, Avantgarde oder so, ne, geht es nie. Nihat, ja. Ein, zwei Sätze, weil ich die Anweisung bekomme. Also wirklich nur ganz kurz, weil ich habe drüber nachgedacht. Vielleicht, ich will davor warnen, dass die Gewerkschaften überfordert werden. Und ich empfehle aber gleichzeitig genauer zu verfolgen, was und das in den Gewerkschaften eine ganze Menge kritische Diskussionen und so weiter laufen. Aber vielleicht zum Stichwort überfordern. Gewerkschaften alleine können weder die bisher gemachten Grausamkeiten rückgängig machen, noch all die Herausforderungen, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, allein bewältigen. Dafür brauchen sie starke gesellschaftliche Bündnisse bis hinein in die Parlamente. Also was wir dringend brauchen, ist eine Revitalisierung der Linken und viele, viele Bündnisse. Gewerkschaften können das alleine nicht machen. Während die Gewerkschaften über Arbeitszeitverkürzung sprachen oder sprechen, im Moment in der IG Metall wird sogar über die Viertagewoche diskutiert und sie sozusagen innerhalb der Metall- und Elektroindustrie oder in der gesamten Metallwirtschaft einzuführen. Aber gleichzeitig sollte man bedenken, dass Gesamtmetall genau das Gegenteil jetzt fordert. Und sicherlich viele politische Bündnispartner ihrerseits im konservativ-liberalen, neoliberalen Lager finden wird. Die wollen nämlich die Arbeitszeitverlängerung, und zwar kostenlos. Das heißt, sie soll nicht einmal die Arbeitszeitverlängerung bezahlt werden. Das ist eine von vielen Forderungen, die sie jetzt inmitten der Pandemiekrise und so weiter und so fort fordern. Ja, es ist richtig, vielleicht ein letzter Stichwort. Wir brauchen so etwas wie Dreieinigkeit eigentlich, wenn wir erfolgreich haben wollen. Wir brauchen die soziale Frage, die muss stets im Mittelpunkt stehen. Wir brauchen eine nachhaltige ökologische Frage und auch ökologische Wirtschaft. Und wir müssen gleichzeitig die Demokratiefrage nie aus den Augen und so weiter verlieren, weil wie im Moment, das vielleicht letzter Hinweis auf eine weitere Krise, habe ich vorhin nur mit einem Wort erwähnt, wenn heute die Zahl derer, die gar nicht mehr zur Wahl gehen und nicht mal wählen wollen und gar nicht von Wahlen wahrscheinlich halten und rechtsextrem wählen, wenn die Zahl derer, die sich so verhalten, größer ist als die Zahl derer, die alle konservativen, liberalen Parteien, SPD, Linke, Grüne und so weiter wählen, dann haben wir eine handfeste Krise, die für uns auch schlimm sein kann. Und deswegen dieser Dreieck, Ökologie, Soziales, Gleichheit und also Demokratie, ganz, ganz wichtig. Und Arbeitszeitverkürzung ist nur eine kleine Facette, die aber ernsthaft in der Tat angegangen wird und angegangen werden soll. Aber gleichzeitig müssen wir die Kraft haben, nicht nur das durchzusetzen als Gewerkschaften, sondern gleichzeitig die fiesen und scharfen Angriffe der Arbeitgeber abzuwehren. Na, das ist eine Mammutaufgabe und eine, die viel Kraft braucht. Und dazu brauchen wir mehr Unterstützung, mehr Solidarität, mehr Bündnisse.